Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Adventure Map mit Peter und Hardy, dem geilen Sub-Deutschen. Ja, dem Sub, ich bin ein Sub-Deutscher. Ja. Bin ich denn ein Sub-Deutscher mit UPP, also ein Sub-Deutscher von Suppe oder SUB-Deutscher? Ein SUP für Supporter. Ah, du bist, okay. So. Das ist ein anderes Wort für Sklave. Komm her. Okay, Rules. Rea Tehese before starting. Play in Adventure-Mode. So ja, no versuch mal reacting zu machen. Blocks. Okay, bitches. Lol. Ja, okay. Wo geht denn das? Und jetzt? Das hat schon mal nicht funktioniert. Ganz kurz das Wort. Multiplayer-Settings? Nee, das muss eigentlich auf dem Server eingestellt werden. Das war ein ganz großer Sport, Peter. Ganz, ganz großer Sport. Ja gut, dann halt so. Also haben wir jetzt die Regel echt außer Kraft gesetzt. Das wäre aber ziemlich... Alter, was eine Scheiße! Wie du schon geschlagen hast. Ich bin Bram, ich spring nicht weiter. LOL! Alter, verarsch mich doch nicht hier! Ich hab mir meine Boards noch nicht wachsen lassen. Ich hab da Glück, Hardy, beißt mir die Haare immer einzeln aus. Da stehst du. Ja, ich knipse die mit meinen Schneidezähnen an der Wurzel immer ab, weißt du? Ja, Hardy zuckt die einzeln raus und macht sich dann keinen Salat raus. Oh Gott, nee. Ich glaube, Peter steht so auf diesen Essensfetisch beim Sex. Weißt du, warum mit dem Schnitzel auf dem Bauch oder so? Nee, ich glaube eher, dass der sich so ein richtig großes Silbertablett gekauft hat und dann legt er sich da drauf, pockt sich einen Apfel in den Mund und dann spielt er das, ne? Du weißt schon. Frisch aus dem Ofen. Steck mir die Banane. Weißt du denn? Echt? Ich dachte eigentlich, Schwein. Peter wäre so jemand, der sich irgendwie ein geiles Stück Fleisch holt und dann fragt, soll ich der Schnitzel marinieren? Nee, ich glaube ja, die liegen einfach zusammen im Bett und dann sagt er, fütter mich mit Eiscreme. Gib mir mehr Kekse, hau Trauben und Pfirsiche als Liebeskugeln. Ja, genau. Boah, Alter, hammer eklig. Von 40. Ja, Leute, ich hab, ey Dennis, kannst du dich noch an das Spiel erinnern, dieses Brettspiel, was du mir damals mal ausgeliehen hast? Wo geht das denn jetzt hin? Ja, dieses Brettspiel, dieses Erotik-Brettspiel. Ja, du hast doch das so ein Teil. Ich hab mir mal so ein ähnliches geholt unter allem Scheiß. Da habe ich mal ein bisschen durch diese Aktionskarten durchgeguckt und da ist da eine dabei gewesen. Und jetzt passt auf. Da musste man Trauben in der Badewanne verteilen. Die Frau sollte sich da draufsetzen und die mit ihrem, mit ihrem Unterleib zerquetschen. Da musste man alles sauber lecken. Was das ist stand das in der Aktionskarte. Da kommst du wieder für Spiele. Da waren auch normale Sachen dabei, aber dann dachte ich mir so, what the fuck, Alter? Du kaufst dir die falschen Spiele. Ja, da kann ich mir gleich irgendwie 60 Pfund Hack holen, ey. Oh ja, dann geht aber das los, wenn du 60 Pfund Hack hast, kommst du wenigstens am Domian. Dann baue ich mir die Hackfrau meiner Träume. Ohne Spaß. Ganz ehrlich, was wir gerade machen, ist echt wie ein hartes Gehirn auf. Wir unterhalten uns über Kabel und so und bei dem Fall einfach Kühe vom Himmel. Ey, Alter, Hardy, die laufen unten in die Konstruktion rein. Was? Okay. Dann müssen wir die jetzt wohl eben töten. Naja, mir weinst du dich. Spaß. Nein, nicht in die Konstruktion unten reinlaufen! Ich beantrage eine Löschung von Dennis Hartwig in der Adventure-Map-Folge als festen Bestandteil. Kannst du von der Liste streichen. Sex mit Vögeln. Aber ich hab so eine Liste gar nicht. Sex mit Vögeln! Mit einem Strauß oder was? Auf jeden Fall. Gott, mit einer geilen Taube. Ja, genau, das erste, was Dennis machen würde, ist eine Kuh in den Arsch ficken. Nee. So ein Strauß kann bestimmt voll gut deep throaten. Oh der steckt auch mal ein Ei weg, wa? Wir können auch mal einen Rap machen. Nee, komm, ich mach den Rhythmus. Das ist schwierig. Peter ist keinem Geist im Mann. Oh, ist er weit gekommen, der Ali. So eine Scheiße, du musst da jetzt da oben auf dieses Riesending draufspringen. Ohne Scheiß! Peter, hattet nicht drauf! Peter! Ist keinem Geiste! Peter, hattet nicht drauf! Denn Peter steht nach Magiemann! Fischlerkritzel! Fischlerkritzel!
Peter ist so klein und geistig, aber andere Sohlen, die machen ihn ganz fuschig. Wir strapazieren sowohl Peter als auch die Nerven der Zuschauer. Den verkackt er. Boah, jetzt so richtig dramatisch mit Regen. Komm schon, ich will lachen. Ich will mir richtig einen ablachen. Komm, ich will abgackern. Das ist der Letzte? Das ist der Letzte. Ich bete gerade dafür, dass der Papst mir Lichtgestalt erscheint und dich verkacken lässt. Jawohl! Leck mir die Nüsschen, ist das geil! Oh Gott, ey. Der Papst hat mir seinen Segen geschenkt. Nein! Boah, Nippelsprünge, ey. Weißt du, mir muss der wieder Nippelsprünge geben, ey. Boah, ich würde die gern so lang ziehen und zwirbeln, ey. Ja, pass auf, okay, dann muss ich jetzt die Story mit der Polizei erzählen. Ohne Spaß. Okay, ich bin auch gespannt. Wie gesagt, also, um jetzt so mal kurz die Rahmenhandlung für die Zuschauer. Ich habe mir ein Auto von einem Kollegen geliehen, weil ich auf der Suche nach einem neuen Wagen für mich bin und ich habe ein paar Autohäuser abgeklappert. Und dann fahre ich so mit der Karre halt so durch die Gegend und dann halte ich an der Ampel. Sag mal, steht rechts neben mir eine Streife, ne? So, ich denke mir nichts, weißt du, guck mal so rüber. Mal guckt der Typ mich voll an, ne? Und er starrt mich an, ich starr zurück. Wir haben uns ungefähr 4 Sekunden lang in die Augen geguckt. Ich dachte mir so, da habe ich dann meinen Mund bewegt und quasi leise vor mich hingesagt, Alter, was guckt der denn so, ne? Und ich glaube, der konnte meine Lippen lesen und hat dann mit einer kurzen Kopfbewegung klargemacht, dass ich mal bitte an der nächsten Bushaltestelle halten soll. Ohne Spaß, ich habe nichts gemacht. Ich stand nur an der Ampel. Ich also angehalten, seine Kollegin steigt aus. Ja, wir machen eine allgemeine Verkehrskontrolle. Ich so, ja, okay, ich habe hier Fahrzeugschein, Führerschein und so. Ja, ich so, ja, ist an dem Fahrzeug was nicht in Ordnung? Ist hinten ein Licht kaputt, was ich übersehen habe, was Sie jetzt gerade gesehen haben? Nee, ist generell nur so. Haben Sie in den letzten 24 Stunden irgendwelche Rauschmittel zu sich genommen oder Alkohol konsumiert? Ich so, nein, nichts dergleichen. Irgendwelche Tabletten oder andere Sachen oder so? Ich so, nee, ich bin im Prinzip völlig clean, sag ich mal, ne? Habe ich dann so gesagt. Ich so, ja, wir müssen jetzt mal kurz ihre Augen prüfen. Ich dachte immer so, boah, nee, ne, Alter. Ich will doch einfach nur zu meinem Autohaus und mir Autos angucken, ne? Und die dann so, ja, da machen sie mal ihre Augen zu, ne? Ich so, ja. Ja, die halten die jetzt bitte so. Vor allem, ich muss sagen, an einer voll befahrenen Straße, ne? Nicht mal so hier in der Seitenstraße oder so. Nein, weißt du? Schön Berufsverkehr und so. Ja, auf jeden Fall, ich stehe dann da, hab die Augen zu, ne? Ich so, okay. Ja, halten Sie jetzt mal so lange zu, bis ich sage, dass Sie öffnen können. Ich stehe da ungefähr eine Minute. Und die dann so, ja, Sie machen jetzt mal die Augen auf. Okay, ja, ich wollte Ihre Pupillenreaktion überprüfen und die hat mir jetzt nicht so gefallen, wie sie sein sollte. Ich so, ja, okay, ich habe trotzdem nichts genommen und so, ne? Ich so, ja, ich werde jetzt ein paar Tests mit Ihnen machen. Ich so, ja, super geil, ne? Fangen wir Finger an, ja, machen Sie mal die Augen zu und zählen Sie mal bis 30. Also, ich gebe jetzt ein Signal und dann sagen Sie mal Bescheid, wenn Sie meinen, dass ungefähr 30 Sekunden vergangen sind. Ne? Ich dann so gezählt, so, ja, jetzt. Und ich so, ja, passt ja einigermaßen. Ja, dann stellen Sie sich jetzt mal mit ausgestreckten Armen auf ein Bein, mit Augen zu, ne? Vor allem an der Straße halt, ne? Alter, und ich dann so, und das Witzige ist, stell dich mal, ohne die Arme auszubreiten, meine ich, ohne die Arme auszubreiten, mit geschlossenen Augen auf ein Bein und bleib mal stehen. Das ist so gut wie nicht machbar. Und ich die ganze Zeit voll am Schwanken und ich dachte mir schon so, boah, nee, was die jetzt denken müssen, ne? Ich die Augen wieder aufgemacht, so, ja, nee, lassen Sie die Augen mal bitte zu. Ich so, ja, okay. Jetzt führen Sie bitte mit Ihren Zeigefingern auch mal ausgestreckt und Ihre Zeigefinger zusammen, sodass Sie berühren können. Ich so, ja, habe ich die Scheiße auch mitgemacht. So, oh ja, okay, nächster Test. Jetzt berühren Sie bitte, wenn ich Ihnen mit dem rechten und linken Arm Ihre Nasenspitze und das bitte recht zügig. Ich so, ja, sie dann so rechts, links. Ich so, ja, okay, Alter, ohne Spaß. Ja, und dann hat sie gesagt, ja, dann laufen Sie jetzt bitte noch mal in einer geraden Linie hier so die Straße entlang, ne? Alter, ich habe mich so gedemütigt gefühlt, ne? Vor allen Dingen, es war ja nichts, ja. Und weißt du, die ganzen Leute, zwischendurch hat auch mal ein Bus gehalten, weißt du, die ganzen Leute haben zugeguckt und so weiter und so fort. Ohne Spaß. Ich hab mich am Ende echt gefragt, also, ja, wie gesagt, war halt nichts. Dann hast du nochmal den Pupillentest gemacht und hat gesagt, ah, jetzt war's da. Und ich so, ja, super, hast jetzt deinen Spaß gehabt, jetzt entlässt du mich. Na, jetzt geht los, guck mal, da zack, den ersten Sprung verkackt, aber ist gar kein Problem, weil wir sind nämlich motiviert.
Oh ja, Zucker. Mutti? Na, ich bin durch deine Mutti vinchviert worden. So, jetzt mach ich das hier. Oh. So, bam, Nippelsprung 1, bam, Nippelsprung 2, um die Ecke, kein Problem, wie der König zieht ja an Jesus vorbei. Leckt mir die Eier, jumpt auf den Vorsprung, jumpt auf den nächsten, jumpt zu den Leitern. Oh ja, die Motivationspower ist ultimativ. Heute schau mal ein bisschen hier in den Kinderpinguin, hier ein bisschen. Was sagst du? Weil der Kinderpinguin ist ein Kinderprodukt. Ja, ich hab kleine Nippel. An die Leiter ran. Ist gar kein Problem. Immer noch besser. Ich geh mal nochmal nach oben. Nippel. Weil die sind richtig geil, weißt du, bevor Mundkabel, bevor gekrönt. Dann kann ich mir vielleicht nicht die zwei Kinderpinguins im Mund stecken. Nein, das ist nicht dein Ernst, oder? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Du hast ja nicht einfach zwei Kinderpinguine im Mund gesteckt. Boah, also aber eklig, eine Sekunde mal. Mann, er hatte das jetzt. Boah, die schmecken voll nicht. Wahrscheinlich voll abgelaufen seit zwei Wochen oder so. Und Bram steckt sie erstmal zwei davon rein. Ich wollte eigentlich nur ein cooles Geräusch machen. Also mit dem vollen Mund. Weil ich weiß nur, wo ein anderer aus unserer Gruppe da mit dieser Treppe da. Da war ich dabei. Das war ich wiederum nicht. Und der ist bis zuletzt abgestritten. Ja, da weiß man jetzt schon, wer es war. Ach weil so, wer, weiß man das? Ja, wer streitet sonst immer generell was? Immer alles ab bis zuletzt? Ja, war es nicht. Ja, nee, ich war da nicht. Weil ich richtig geil fand an dem Abend ist, dass die Getränke alle diese Happy Hour waren. Ich dann, ja, ich hab glaube ich selten so viele Leute. Weißt du, Peter hat sich auch so ein Brett besorgt, ja, und dann so ein Loch da reingebohrt, wo er seine Eier durchsteckt. Dann legt er sich das Brett auf den Bauch und dann muss sie mit ihren hochhackigen Schuhen auf seinen Eiern rumtreten. Um auf sowas zu kommen, muss man schon ein kranker Mensch sein. Nein, da muss man einfach nur mal auf ganz normalen Seiten, die das Thema Geschlechtsverkehr behandeln, einfach mal in die SM-Abteilung gehen und da mal ein bisschen lesen, was die Leute so alles vorhaben. Du meinst RussianGayPorn.com? Da geht nee, drauf. Das nicht. Was sind das bitte für Meta-Eier, wenn du die quasi durch so ein Brett ziehst und dir das Brett noch auf den Bauch legen kannst? Obwohl du dich mit der Kellnerin angelegt hast. Nee, da warst du nicht dabei, wo ich mich mit der Kellnerin angelegt habe. Ach, war das nicht da? Okay. Nee, nee. Wann hast du dich denn mit der Kellnerin angelegt? Ach nee, das war ganz woanders, ja, das war... Nee, das war auch in dem Laden. Es stimmt, das war in dem, wie hieß denn der Laden nochmal? Extrablatt. Extrablatt, genau. Na, du hast dich nicht mit der angelegt, du warst einfach sturzbesoffen. Ja, und die hat halt einfach keine Geduld. Boah, Alter, aber wenn man bei... Du mit Geduld spielen, ne, Alter. Du treibst aber auch immer auf die Spitze. Ohne Spaß, ich wollte mit Karte zahlen, ja, und das ist jetzt nicht gelogen. Und meine Karte funktioniert bis heute immer noch, ja, und da ging die nicht. Und dann hat die ihren Geduldsfaden verloren und sagt der Mutter, der hat kein Geld oder so. Vor allen Dingen, das Problem war auch noch, Dennis' Karte hat 6 Pins, also 6 Ziffern-Pin. Und wir haben alle gedacht, Bram, du laberst voll die Scheiße, du bist besoffen. Aber das ist allem, wirklich so. Weißt du, vor allem, du bist ein Kassierer, ja, und dann stehst du vor so einem, ja, voll besoffen, ja, da ist noch Geld drauf. Ich hab 6 Zeichen. Und die Pin hat 6 Zeichen. Das Geilste ist überhaupt, dass ich nachher dann, als dann irgendwie nach dem 10. Mal nicht gegangen gesagt, das war nicht halt wahr. Ja. Und Spaß, die Seite RussianGayPorn.com gibt's noch nicht. Ich glaube, ich lasse mir die mal sichern. Ja, und dann? Ja, ich weiß, ich hab die schon so oft erwähnt. Imperium auf, Alter, leck mich doch am Sack, ey. Ich hab die schon so oft erwähnt in Minecraft oder sonst wo. Da sind bestimmt schon hunderte Leute draufgegangen. Adi, du weißt genau, dass wir dich lieben. Du kleines, geiles Stückchen Code. Telefon. Boah, Alter. Ohne Spaß. Ich muss mir die Haare jetzt. Fuck! What the fuck? Ja, das hab ich jetzt auch gerade. Das war nur ein Telefon. Vielleicht ist er über sein Telefon gestolpert. Boah, da fällt mir erstmal fit mein Headset vom Kopf, ey, so eine Scheiße. Schön aus 1,5 Metern auf die Fliesen, ey. Hä, ja, das Neue? Ja, natürlich das Neue! Das ist natürlich scheiße. Aber funktioniert noch alles. Dann ist auch nichts kaputt gegangen. Warte, wenigstens wichtig. Nein. Oh Gott, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Oh nee! Ja, das muss ich jetzt liegen lassen.
Was ist passiert? Was ist ja, passiert? Ich habe meine Dose Red Bull aus dem Kühlschrank geholt, aber ist meine offene Packung Quark auf den Boden geklatscht. Ja, jetzt der Boden sieht jetzt ein bisschen komisch. Fuck. Bist du ein Morgen auf? Ja, und dann putze ich, wieso nachher. Wieso passiert das immer so? Ja, weil die Dose hinter der Packung lag und ich vielleicht die ein bisschen energisch da rausgezogen habe. Die Dose, also nicht die Packung. Also, geht's überhaupt drin, Bram? Boah, das war schon eine Stunde her. Aber einmal habe ich hier in Hamburg in der Stadt bei Starbucks voll den Bonzen raushängen lassen. Da bin ich da reingegangen. Also so richtig, weißt du, so nach dem Motto, keine Ahnung. Also ich bin da hingegangen, hab mir so ein Karamell Macchiato geholt und ich war vorher schon am überlegen, willst du jetzt ein Karamell Macchiato oder willst du lieber ein Karamell Frappuccino? Und dann habe ich den Karamell Macchiato für 4,79 € an, nipp da einmal ran und denk mir, nee, kein Bock, doch lieber ein Frappuccino. Und hab mir dann für 4,79 € dann den Frappuccino geholt. Den Karamell Macchiato irgendwo hingestellt. Boah, Junge, ich hab daran genippt und hab mir gedacht, boah, nee, so kein Bock da drauf, du brauchst jetzt was Kaltes. Da hab ich 10 € da gelassen, ey, leck mich am Arsch. Da hab ich mir nachher aber auch gedacht, ey, du hast echt nicht mehr eine Hopfenpfanne. Ich hab nicht immer das gekriegt, was ich wollte, ja? Also bitte. Das stimmt nicht. Also das bitte. Stimmt wohl. Gib mir mal ein gutes Beispiel, außer jetzt vielleicht mal eine Tafel Schokolade, die du nicht gekriegt hast, da man die haben wolltest. Also ich, ich hatte mir zum Beispiel keinen N64 zu Weihnachten gewünscht. Aber du hast trotzdem eingekriegt. Ja, sowas ja. Wir reden gerade von Beispielen von Sachen, die du dir gewünscht hast, aber nicht gekriegt hast und nicht umgekehrt. Weiß nicht, ich habe mir jetzt ein paar Häuser gekauft. Ja. Das wird jetzt auch langsam langweilig. Ah, das stimmt. Ich habe auch schon die tollsten Sportwagen habe ich auch schon unten in meiner neuen Garage stehen. Ich bin jetzt schon ein paar Mal damit gefahren. Ich habe eine Commerzbank gekauft, aber da kam direkt eine Razzia, das war echt scheiße. Also langsam wird es Zeit, auf Koks und Nutten umzusteigen und ganz mit ganz viel öffentlicher Medienwirksamkeit abzustürzen und dann wieder in Kur zu gehen. Was hältst du denn davon, wenn wir uns so ein Zehntel von unserem YouTube-Money irgendwie in Bar auszahlen lassen, den Haufen am Strand aufhäufen, dann verbrennen? Ja, die Frage ist aber, wie willst du den Haufen da hinbringen? Nein! Also, mir ist nicht bewusst, dass selbst die Kohletransportzüge das transportieren könnten. Da bist du immer auch wie bei Dagobert Duck, Junge, weißt du, mit 25 Lastern oder sowas, wird das dann immer dahin gebracht. Und dann mit so einem riesigen Rohr in den Geldspeicher gepumpt. Wir können uns echt mal so einen Geldspeicher bauen. Ja, echt mal. Eine geile Sache. Und dann jeden echt mal jetzt hier allerdings in Anführungszeichen. Ja. Nein, ist wirklich so, ohne Spaß. Ja, die ganzen arbeitslosen Spasten, ja, die kein Geld haben, selber schon machen YouTube-Videos. Weißt du, seid ihr Millionäre, Milliardäre. Das ist so Spaß. Wenn Justin Bieber kommt, komm her, mess with me, bitch. Ja, ja kein mal. Problem, Junge, weißt du, mach dich einfach weg. Weißt das du, wenn du sagst, ey, ich hab hier mein Auto, meinen Pool und so, Alter, ja, dann geh ich nach Aldi und kauf mir auch so einen Aufbaupool, da hab ich auch einen Pool, du Nutte. Ja, so einfach ist das, ja. Also im Gegensatz zu uns, da ist der Back der Ackermann aber ganz kleine Brötchen, das sag ich dir aber. Echt mal, weißt du, wenn der Ackermann mal die Ehre hat, mit der Merkel zu reden, kein Ding, weißt du, ich sag, Angie, geh mal für mich nach Rewe, du Schlampe, ja? Ja, richtig. Weil das verdienen einen Monat verdient, verdienen wir ja in 2 Stunden. Liebes Peterlein. Was geht ab? Ich hab einen schönen Reim. Das war er schon. Ja, mit den ganz langen Sprüngen dabei. Okay, Hardy kommt. Hardy kommt, er will! Jetzt muss ich weg hier. LOL! Oh, what the fuck? LOL! Alter! Das darf nicht wahr sein. Oh Mann, ey, ich bin aber heute. Nur am Failen, ey, das kann nicht wahr sein. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie können nun deshalb nicht dabei zuschauen, wer erneut diese Challenge fällen wird. Wir freuen uns darauf, Ihnen einen angenehmen Abend bereiten zu können und hoffen, dass Sie die folgende Vorstellung genießen werden. Mit freundlichen Grüßen, Ihr PeteSmeet-Team. Sollten Sie etwaige Wünsche haben in Form von kleinen Desserts oder Snacks, so wenden Sie sich bitte an das Bordpersonal. Ich hätte gern Snack. Herr Peter Smith wird Ihnen gern zur Verfügung gestellt und jegliche Art von Aktivitäten gegenüber Geld. Gegen Geld. Ach für sie Mann, leisten. Ey, ganz ehrlich, fickt euch doch eure Mütter in den Arsch rein. Das ist doch scheiße hier. Also, war's das für dich? Einmal geht noch. Einmal geht noch.
Wir freuen uns, heute mitteilen zu dürfen, dass es tatsächlich zu einer Verlängerung des Spiels kommt, der Cube und die Wand versus Dennis Hardwick. Wir fragen uns wirklich, wie lange dieses kleine Spektakel noch dauern wird. Und Alter, ich sehe überhaupt gar nichts mehr, Bram, ohne Scheiß. Ich weiß es ja gar nicht, Peter macht das die ganze Zeit. Alter, Peter, der leckt mich am Arsch. Das macht mich total wahnsinnig. Das ist auch der Ziel dahinter. Der Ziel läuft da. Die kleine Vorstellung vom kleinen Dennis Hardwick hier und jetzt live bei PeteSmeet TV. Anschließend können Sie weiterhin auf PeteSmeet TV die romantische Komödie Hardwicks kleiner Lulatsch-Pimmel gucken. 40 Minuten voller Spaß und Freude, wie Dennis Hardwick es schafft, dein Pferd Horsey zu befriedigen. Jetzt hat er das gecheckt und in dem Moment... Jetzt hat er das gecheckt! Oh, oh yeah! Da lacht er sich selber schon. Wer hat nochmal den Notarzt angerufen? Ich hab den Notarzt angerufen! Ja, du warst das. Und der hat aufgelegt! Weil er dachte, du würdest den verarschen. Ja, weil du gefragt hast, wie viel das kostet. Ja, und Spaß! Hallo, ich war 17 oder so. Und ich wollte halt wissen, ob ich das was kostet, wenn ich für jemand anders den Notwagen. Also 17 wirst du, glaube ich, nicht gewesen sein. Nee, das glaube ich auch nicht. Weil das war unsere Abschlussfete und du bist älter als ich. Nee, das also war nicht unsere Abschlussfete, aber das war, glaube ich, unsere zweite oder dritte Jahrgangsstufenfete, ja. Ja, das kann sein. Bin ich nüchtern geblieben an dem Abend, weil ich die ja mitorganisiert habe und noch aufräumen musste. Dennis auf jeden Fall irgendwie so um die 19 gewesen sein. Ja, egal, ich wusste trotzdem nicht, was das kostet. Und dann hat der eiskalt aufgelegt. Ey, wir brauchen einen Rettungswagen, wir brauchen einen Rettungswagen. Ah ja, ja. Nur so als Info. Kostet mich das, was? Ohne Spaß, ich wollte helfen. Willst du halt nicht selber mal schaffen, damit du uns richtig auf die Eier gehen kannst? Ja, will ich auch. Ah! Alter, ist der laut. Blablabla! Das machst du aber toll, Depp. Mama! Alter, was für Mongos. Du bist leise, Jay. Leise. Ja, ja, der ist leise. Moment, ich muss mal kurz mein Mikro. Ja, ist vorbei, Jay. Jay. Was ist jetzt daran denn schwer gewesen, ey? Da scheiße auf die Leiter, Junge. Da setze ich einen dicken Haufen drauf. Ah. Aber hoffentlich fällt's gleich bei dem Kaktus runter. Ja, das werde ich vermutlich. Nein! Bitte, was hast du denn? Gott. Das war aber sowas von Fail, ey. Das war eigene Dummheit, das stimmt voll. Da habe ich irgendwie mein Gehirn ausgestellt und einfach rechte Maustaste gedrückt. Nice. Ja, das war Fail. Hey, was machst du denn? Du musst doch nur da unten auf das komische Ding drauf springen. Was willst du von mir, du Passerlackenspacken hier, ey? Passerlackenspacken. Das ist ein schönes Wort, finde ich. Ja, ne? So, jetzt werden wir unser Gehirn auf jeden Fall mal anstrengen. Oh mein Gott, Harti, das ist echt ein Scherz. Krass. Weißt du, ich fail jetzt so oft, ja, und wenn ich dann einmal geschafft habe, verkacke ich an dem Kaktus. Jetzt muss ich da auf den Kaktus drauf und dann da drüber. Ja. Das ist ein Scherz, oder? Nein. Das ist doch echt. Läuft! Und Bram ist auch runtergefroren! Leute, ihr macht mich so fertig, ey, das ist echt. Ja, was kann ich denn dafür, wenn ihr mit dem perfekten. Ganz ehrlich, ich will diesem Kaktus das Prädikat N-Kaktus geben, ey! Ganz ehrlich, ich würde es gerne so leidenschaftlich aussprechen, ey! Alter, geht der mir auf die Eier hier, ey! Ein N-Kaktus, das verstehe ich nicht. Mann, ey, ist das eine Scheiße! Ich bin schwarz. Okay. Ja. Da bin ich der weiße Power Ranger. Ich bin schwarz, ich habe auf einmal eine Peniserweiterung bekommen. Ah, komm, Peter. Du bist der Wichser! Nur hat er dich da runtergehauen? Ist dein Mikrofon wieder umgefallen? Ja. Was ist das? Er ist so Bram,
Domäne. Darum sing ich einen Song und feier, feier, feier. Der Brand tritt mir die Eier, Eier, Eier. Der Problem ist hier mit der. Der geht steiler, steiler, steiler. Er ist so. Bist du von dem Block, wo ich stand? Ja. Du bist ein Genie. Warum musstest du dunkel machen, Hardy? Nein! Wir haben doch hier kein Tageslicht drin. Was soll das denn? Was ist das denn hier? Lol. Was könnt ihr eigentlich? Nein! Back to start, Mama. Checkpoint. Alles klar. Und jetzt? Oh, nee. Ach. Oh, nee. Nippes. Wieder ein paar... Oh, oh, oh. Leiter dann mit. Oh, nein, Hardy. Moment. Mein Hardy, ich glaube, das war falsch. Ja, ich mach das gleich, was Bram jetzt macht. Leute, was macht ihr denn da? Ja, abkürzen. Ja, was denn sonst? Alles klar. Ist ja nicht so, als wenn ich nicht sowieso noch genug zu tun hätte. Was? 5,99 für ein Zelda-Teil ist nicht so, nicht so teuer. Ein Game Boy Color Zelda. Ja, aber ziemlich geiles Zelda. Darfst du nicht vergessen. Für Skyward Sword, wenn jetzt Skyward Sword heute für 6 Euro geben würde, wäre mir das noch zu viel. Wie krass kann man hier bitte cutten? Kann man das? Und durch. Ja, siehst du, ich mach gar nichts, ich stehe nur hier. Peter will das wissen. What the fuck? Ich hab die Challenge übersprungen. Alles klar, nächste Challenge. Ja, aber jetzt weiß ich zum Beispiel schon mal nicht mehr weiter. Rechts an die Leiter. Ah, ja. Und durch. Ah, ich hasse Bramba. Aua. Und schlafen. Was haben wir jetzt? Bäume zum Hochklettern. Kann man hier cutten? Und geschafft. Hast du schon wieder gecuttet? Nein. Ja, sieh ja. Ja, aber wo sind denn die Betten für die Challenge? Ah, hier ist nur ein Checkpoint. Wo wir wirklich wieder schon so ein ganzes Ding überspringen. Ja, lol. Wenn ich nicht runterfallen würde, ja. Ja, mach ich jetzt einfach. Ich werde einfach mal eiskalt. So, Checkpoint geschafft. Du hast noch 3 Versuche, Hardy. Kurz gucken, ob hier Betten sind. Ja, hier ist zumindest Challenge 95. Ah, und hier sind auch Betten, alles klar. Ich wollte überlegen. Das ist doch mal eine abwechslungsreiche andere Challenge. Na, Dennis überlegt jetzt aber nicht von da aus schon probiert. Nee, ich hab... Moment, die Regel war, Cutten gilt nur, wenn man das nächste Bett erreicht, wa? Wie jetzt? Also, das gucke ich mir jetzt aber an. Was macht der da? Ja, der ist einfach ins Wasser gesprungen. Hm, okay. Wie finde ich die creepy, die Köpfe hier? Ich weiß nicht so genau, wie die funktionieren. Mama. Das ist ja mega hier. Da hätte man einfach Blöcke hinsetzen können. Oh, okay. Ah, das gehört noch zur Challenge. Oh Gott, ey. Jetzt. Aneinandergereihte Sprünge, genau das richtige für Hardy. Oh, das ist ja mal was ganz Neues, sagst du? Also, das Wasser war irgendwie, ich glaube, das hat er sich schwerer vorgestellt, kann das sein? Ach so, ja. Hier abgekürzt und wollt wieder mich hier anschwindeln? Nein, wir haben nicht abgekürzt. Wir haben, aber das war direkt beim ersten Mal geschafft halt. Boah, Bram, ey, ohne Spaß, das ist jetzt nicht dein Ernst. Warte, ich guck doch nur mal. Bist du skilllos, ohne Spaß. Ah, scheiße, ich glaube.
mein Gott. Ist das jetzt erlaubt? Na, das ist doch die gleiche Challenge. Und davor sind die Betten. Woo! Geschafft. Wie Bram hat jetzt auch die ganze Zeit versucht. Lol, ich hab ne Idee. Learn to play. Ich bin durch. Haut rein, ja, wa? Das darf nicht wahr sein. Ich hab sogar einen Trick rausgefunden. Boah. Trick? Du bist einfach nur gerade ausgesprungen. Nee. Hab ich nicht. Hab ich echt nicht. Warte, ich weiß aber, was funktionieren könnte. Ja, alles klar. Ich bin auch hier. Scheiße, hat er legal gecuttet. Komm, ich seh nix. So. Cool. Ja, Freunde, genau so läuft das nämlich. Hardy, bist du ein Spaß, ja? Alter, ich seh nix. Oh mein Gott, Hardy! Die hab ich gerade eingesammelt von der Explosion da. Ja, hätte das gedacht. Ja, ist ja spannend. Ja, Peter, wieso haust du nicht schon mal auf den unteren drauf, du fauler Sack? Ja, kannst du doch auch machen. Ach so. Das ist doch platziert. Toll, Dennis, das hat natürlich super Sinn gemacht. Boah, Hardy, jetzt mach den nochmal weg. Dann fick dich doch, ey. Wir hatten eigentlich nie Probleme so, ne? Ich weiß auf jeden Fall, auf der anderen Stufe Organisation. Da war ich auf Toilette und dann war halt irgendwie von diesem Tuchspender, weil der war irgendwie leer und dann guckt, steht da so ein Typ und will sich die Hände abtrocknen, war halt voll besoffen, greift da rein, ey, da sind keine Tücher mehr drin. Guckt mich so an, ich so, ja, pff, kein Plan, muss mal nachfragen, ne? Hat er gesagt, ja, finde ich voll scheiße von dem Spender und hat den aus der Wand gerissen. Und hat den dann ins Waschbecken gelegt. Und ich bin tatsächlich auch nicht petzen gegangen. Ich habe mir einfach gedacht, ja komm, ist nicht mein Problem. Ich muss das ja nicht bezahlen. Bin ich voll scheiße von dem Spender. Er hat den einfach eiskalt aus der Wand gerissen und in den ins Waschbecken gelegt. Ja, komm, Hardy, ey. Ist doch echt ein Scherz, ey. Alter, das ist doch echt ein schlechter Scherz. Kann einfach nicht wahr sein. Unglaublich. Unglaublich. Ne, Peter, das kannst du mal schön knicken, ey. Ja, ich mach das jetzt. Boah, guck mal, ich immer Damage, ey. Ich schaff das nicht, das nicht wahr sein. Ich das nie schaffe. Ja, du bist so ein Stück Scheiße, wa? Du bist so ein Stück Scheiße. Boah, wenn ich ein Motherfucker, ey. Boah, ich bin da noch runtergeholt. Ist das geil. Ja, cool, alle melden sich an, ey, geht ja auch wieder ab. Ja, ich will eigentlich hingehen auch, aber das Problem ist, durch die Verlegung unseres anderen Projektes ist das mit dem Schulprojekt jetzt so, dass ich theoretisch meine Freundin 3 Wochenenden hintereinander nicht sehen würde und da habe ich keinen Bock mehr. Oh, dann nehmen die doch mit. Nee, doch nicht zum Schultreffen. Warum denn nicht? Nee. Ach, Schluss? Dann sehen erstmal alle von unseren ehemaligen Abiturienten, dass das Unmögliche möglich geworden ist. Hallo, wer ist das Amis auch ein Freund? Das stimmt. Die war streng gläubig. Ja, aber die war trotzdem hot. Ja, das stimmt. Okay, ich sag mal. Gott sei Dank weiß jetzt keiner, über wen man redet. Guck, wobei, andererseits. Ach, nee. Aber die Gläubigkeit hat ihre Hotness leider. Ja, beschränkt, sag ich mal. Nichts gegen gläubige Menschen natürlich, ne, aber... Nein, natürlich nicht. Das ist natürlich schon echt jenseits von Gut und Böse gewesen. Aber Peter, nimmst du das jetzt aber nicht alles persönlich hier, nur du bist so ruhig. Du redest ja nicht über mich. Ja, stimmt. Ja, hätte ja sein können, dass du dich persönlich verletzt fühlst, weil du mit dieser Person mal zusammen warst. Hätte ja sein können, dass du sagst, boah, hat voll viel Spaß gemacht, abends zusammen zu beten. Das haben wir nie gemacht, du Laberbacke. So, Peter, hältst du mich auf? Hältst du mich auf? Ja. Lol, okay, vielleicht sollte ich mich selber aufhalten. Oh, uncool. Alter, wie sich das Feuer verbreitet! Hilfe, Peter, du musst mir helfen! Ohne Spaß, du musst mir helfen! So ein Vollidiot, weißt du das? Peter! Ich helf dir doch! Schnell! Ich versuch's! Scheiße! Alter! Scheiß die Wand an. Das geht zu schnell. Schnell! Okay, hier ist es gelöscht. Da ist es auch gelöscht. Haben wir's? Ich hör's noch!
Okay, es hat aufgehört. Oh Mann. Alter Vater. Die Oma unter mir denkt sich jetzt schon wieder, boah, schreit der da oben wieder rum, ey. Was für ein asoziales, dummes Kind, ey. Meinst du, solche Gedankengänge hat die? Nee, aber ich denke aber schon, boah, voll der Störenfried da oben, ey. Früher zu Hitlerjugend hätte aber nicht gegeben. Ah, ich war auch schön den schwarzen Humor einbauen. Oh mein Gott! Gott, ich weiß nicht, ob ich bei den Sprung um die Ecke sicher. Ja, Sprung um die Ecke, Sprung um die Ecke. Ja, 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 Sprung um die Ecke. Juhu! Und nochmal. Ja, nochmal. Ja. Ein Mongo, ey. Was ist das, das Gute ist denn, ist die Oma unter mir, weil die braucht morgens, die brauchen nie Aufschnitt für die Brötchen zu holen, weil die wird die alles aushustet. Wie kommst du jetzt da drauf? Ja, weiß ich nicht, ist mir gerade irgendwie eingefallen. Die brauchen sich gar keinen Quark für die Marmelade holen. Ne, weißt du, ja. Schön das, was er ausgehustet hat und dann die Marmelade da drauf. Ist doch geil. Ein widerliches Stück, du Bobby, wa? Aber du mit deinen Analsex-Geschichten nicht, oder wie? Ne, ich nicht. Vor allem, das kannst du ja vielseitig einsetzen. Du kannst es ja auch als Schmiermittel für Türen benutzen oder oder keine Ahnung, was gibt Dichtmittel für irgendwas oder so. Ach ja, du geile Schnecke, ey, du geiler Kakaopulververschießer, ey. Du gehörst eher zu den Leuten, die Kakaobohnen pflücken, ey. Und? Hast du das gegen Schwarze? Oh! Ich hab nicht gesagt, dass das Schwarze sind. Doch, meistens schon. Ja, genau die gleichen, die Baumwolle pflücken. Da bin ich mir nicht so sicher. Du meinst, es gibt so Statistiken über die Hauptfarbe von Kakaobohnenpflücker? Bestimmt. Es gibt für alles Statistiken. Meinst du, es gibt Leute, die einen höheren Baumwoll-Skill haben, Baumwoll-Pflück-Skill als andere? Meinst du allein schon genetisch gesehen? Boah. Ich hab nur nachgefragt. Was du das so es gab ja einfach nicht genug Aufgaben. Ohne Spaß. Die Zivilstelle war vollkommen überbesetzt. Die brauchte kein Schwein. Zumindest so lange, bis der Leiter halt selber krank wurde und ich das dann halt mit übernommen habe. Aber du warst ja erst auch im Altersheim, oder? Ja, ich war erst im Altersheim und da haben die Wichser mich ja beschissen. Oh ja. Erzähl das doch, oder willst du das nicht erzählen? Ach, doch, hab ich ja nicht schon mal erzählt. Ich dachte, das hätte ich schon ein paar Mal erzählt. Ja, du hast es den Zuschauern noch nicht erzählt. Ah, ja, stimmt. Also die ganzen Rentner haben dich beschissen, oder wie? Nein, das gar nicht. Ja, doch, ja, im Nachhinein schon. Also ich meine, ich finde karitative Einrichtungen so weiter also extrem gut und das sollte es auch geben, weil jeder hat ja recht auf ein würdiges Leben. Aber am Arsch! Ich hab dich nicht geschlagen, okay. Oder so ein Scheiß. Ja, weiter, Dennis. Für mich ist das ja nichts und deswegen habe ich mich halt auch als Hausmeister beworben. Da dachten die, ja, ist kein Problem. Nehmen wir sie, sagte ich, alles klar. Und dann in der ersten Woche sagten die, ob ich ausnahmsweise eine Woche aushelfen könnte in der Pflege. Direkt in der ersten Woche. Da hab ich gesagt, ja, okay, kein Problem. Dann bin ich halt von Montags bis Freitags halt da hingegangen, von 6 bis 14 Uhr war das immer. Weil ich zu dem Zeitpunkt ja nicht wusste, ist, dass da quasi keine Mittagspause da war. Und demnach hätte ich Samstag dann im Prinzip direkt in der Pflege auch noch arbeiten müssen. Das wusste ich nicht, weil halt auch in der Vereinbarung, ich hatte schon halt von Montags bis Freitag eigentlich 9 bis 16, 17 Uhr oder so. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall habe ich erstmal einen Rüffel gekriegt, dass ich quasi Samstag Arbeit geschwänzt habe. Und dann haben die gesagt, ja, sie haben sich ja gut gemacht die Woche, dann können sie ja dauerhaft da bleiben. Ja, auf jeden Fall. Und dann habe ich gesagt, nein, will ich aber nicht. Da sagten die doch, und dann habe ich mich krank gemeldet. Und dann war ich richtig krank auf einmal. 4 Wochen. Fick dich, Hardy. Fick dich. Nein! 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 Oh Gott, nein! Warum hast du Feuer gespielt? Ich dachte, ich hatte den Renault ja auch. Den weißen war das, ne? Alter, ganz ehrlich, ich hab gesagt, der BMW hat nicht mal ansatzweise so gut zu dir gepasst wie der Renault. Also ich hab immer, Dennis verbinde ich immer noch mit dem Renault. Das war noch geil mit diesen gelben Scheinwerfern, ey. Einfach voll geil. Wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, dass heutzutage sogar verboten ist. Ja, das wäre vor allem verboten gewesen, weil deine Scheinwerfer ungefähr nur 2 Meter ausgeleuchtet haben. Wenn das hochkam, ja. Und zwar im Auto. Ja, genau. Und dein Fernlicht war ungefähr so wie ein normaler Scheinwerfer, wie er beim Auto sein sollte. Ach, Mann. Das Auto könnte schon einiges sein. Richtig geil war aber auch, dass du halt, wie gesagt, während voller Fahrt ohne Probleme mal die Kupplung rausziehen konntest. Die ganze Stange. War kein Problem.
Ach nee. Das ist auch das erste Auto in meinem Leben, mit dem ich im fünften Gang angefahren habe. Ja, da war ich sogar dabei, das hat gestunken wie die Pest. Weil das hat echt so mega gestunken. Aber das ganz ehrlich, das hat auch nicht mehr kaputt gemacht. Ich meine, richtig geil, wenn es zerstört, man konnte den Fahrer sitzen, das ist jetzt kein Spaß, nicht verstellen. Was daran lag, dass der mit Panzertape am Auto festgemacht war. Ja. Weil der hing einfach nicht mehr in den Schienen drin. Ja, aber geil, bei einem Unfall wäre das Ding wahrscheinlich mit samt Fahrer vorne aus der Frontscheibe gesegelt. Weiß nicht, kommt das Panzertape an. Schleudersitz. Oh nee, ich war doch gerade schon wieder. Was dann auch überraschend kam, wie ich mein Renault damals abgeben musste. Ah, wieso musstest du den eigentlich abgeben? Weil damals, ich hatte ja in Weze diesen Parkplatz vor der Tür. Ja. Und bin halt dann auf den Parkplatz draufgefahren und da war halt so ein abgesenkter Bordstein. Und im Moment, als ich über diese Minikante, ich weiß gar nicht, wie hoch die ist, 1 oder 2 cm ist, der nur abgesenkten Bordstein, drüber gefahren bin, sind hinten, und das ist kein Spaß jetzt, beide stoßen einfach von den Hinterreiten durch die Sitze geschossen. Ah ja, stimmt! Wenn einer gesessen hätte, der jetzt ein zweites Arschloch gebohrt. Der hätte echt ein zweites Arschloch gehabt. Und dann stand der Wagen halt hinten mit dem Radkasten direkt auf dem Reifen drauf. Das ist eine Todesmaschine, das Ding. Voll geil. Ja, das Ding hast du zumindest bis zum Exitus gefahren. Das Geile ist überhaupt, weißt du, ich hatte damals von meinem Opa gekriegt, der ist ja 16 Jahre alt gewesen und hatte, weiß nicht, ich glaube 40.000 Kilometer drauf, ja. Dann habe ich den wie lange habe ich den gefahren? 6 Monate oder so. Hab darauf 20.000 Kilometer runtergerattert, wegen auch meinem Weg zur Uni und so immer. Wie viel hatte der denn am Ende noch drauf? Ja, wie gesagt, 60 oder so, 60.000. Ja. Der war 16 Jahre alt, der war gerade 60.000 Kilometer. Und Spaß, nachdem ich mir den BMW da geholt habe, hatte der halt auch drauf. Ah. Der Wagen konnte schon einiges. Ja. Und das Geilste ist, dass ich den danach noch für 300 Euro verkauft habe an irgendeinen Typi. Und der Wagen fährt heute noch in Weze rum. Ja. Und die Ironie daran ist, ich habe den damals für 300 Euro verkauft, den Wagen. Und ich hatte, nachdem ich den gekriegt habe, habe ich 150 Euro in das Autoradio einbauen lassen. Ach, Peter. Dennis ist schon wieder weiter als du. Aber der fährt jetzt runter. Kann schon mal passieren. Ich hab gehört, Jesus prophezeit. Ich weiß gar nicht. Da sind die Leute. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Ich kann ja nicht sagen, warum das daran liegt, aber wahrscheinlich liegt an den scheiß Kühen. Alter, ist das am Ruckeln, ey, scheiße. Hast du denen echt Fire Resistance gegeben? Alter, hier sind überall Kühe! Die brennen, unsichtbare brennende Kühe! Wie geil ist das denn? Alter, was geht denn hier ab? Ja, sicher! Auf jeden Fall! Ich gebe zu, der Plan hat einige Schwächen gehabt. Das sagt sowas nicht. Nein! Genau, da kam er wieder. Nein, 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 Schauen! Er wird sich bestimmt Fingerhut! Und Nadelöhr machen mir das Leben schwer. Ich will dich selber darüber kaputt lassen. Peter, ich glaube, da wo ich bin, so weit ist noch keiner gewesen. Nein! Also, da kann ich gut nach oben. Seh nicht mal, wo der ist. Seh den nur entgegenfallen, ey. Nein! Ja, Alter, ich war so weit. Alter, ganz ehrlich, fick dich nur, Map-Ersteller. Weißt du, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, ohne Spaß, wieso musst du nur diese Sprünge hintereinander rein, ey? Dir fällt nix ein, du bist genauso einfallslos wie die Designer von der Xbox One, Junge. Und das musst du dir jetzt gefallen lassen. Könnte man bitte das ausschneiden und bei Wikipedia einbinden unter dem Spruch, Hochmut kommt vor dem Fall? Weil ein perfekteres Beispiel, sogar wörtlich, gibt's in der Welt einfach nicht. Boah, wie man hier voll groggy wird. Wieso habe ich das jetzt gerade geschafft? Wieso schaffe ich das denn jetzt nicht mehr? Was soll das? Ja, ich habe das jetzt nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ich habe doch keine Ahnung. Das ist ein behindertes Kind, ey. Ohne Spaß. Ja. Boah, Peter, du! Nein! Ja. Boah, der so geil, wie der Hardy gerade richtig hart versucht, richtig seinen Skill rausholt, indem er einfach nicht. Ja, ich musste gerade meinen Pimmel richten in der Hose, der lacht nicht richtig. Ja, okay.
Echt? Hast du dann schnell die Pinzette geholt und dann ging los, oder was? Erstmal suchen. Deswegen konnte ich auch weder laufen noch gucken. Ich musste beide Hände nehmen. Ja, eine für die Pinzette und eine für die Lupe. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich sollte mich umbenennen in Dennis S. Bram. Ihr solltet euch umbenennen in Inkompetenz hoch 5. Wo war das denn schlagfertig? Das war einfach nur total überholt und ein langweiliger Witz mit Pinzette und Lupe. Der ja. Witz hat doch schon einen Bart, ey. Ja, genauso wie deine Mutter. Ja, Mama. Oh Mann, ey, das ist witzig! Was ist Spaß? Du hast selber... Was gar nicht, dann hatte ich selber am Lachen. Ja, ich lache überhaupt gerade gar nicht. Dann hör bis hier, ey. Du musst auf den unten links springen. So einfach gucken, die was. Aber ist kein Problem von jemandem, der es noch nie geschafft hat. Ist kein Problem. Ah, das stimmt. Ich bin tatsächlich auch noch nicht da gewesen, Schatzi, leider war das. Müsste ich jetzt einfach machen. nein, ey, das läuft aber nicht, Peter. Peter, du kannst jetzt. Springst jetzt vor? Nein, du bist vor mir da gewesen, also machst du das jetzt. Bist du Mongo, ohne Spaß. Endlich nicht mehr Bus und Bahn benutzen, ey, das ist ja echt das Schlimmste von der Welt. Das ist absolut unter der Würde der Menschheit. Öffentliche Verkehrsmittel nutzen, ey. Ohne Spaß, die sind so hardcore unzuverlässig, ey. Mal wenn sie immer kommen, sie zu spät, dann kommen sie zu früh. Nee. Vor allen Dingen muss ich mir dann nicht ständig, keine Ahnung, wenn zwei junge Leute eine Konversation halten, mir nicht irgendwie in 2 Minuten 45 mal das Wort Digger anhören. Ey, yo, Digger, weißt Bescheid, Digger, war ich gestern Abend Party machen, Digger, weißt du, Digger? Boah, da denke ich mir so, what the fuck, Junge, ey. Wir müssen jetzt hier so ein Stückchen TNT. Komm, wie sollst du denn jetzt... Nein, Dennis, hör auf damit, nein. Komm schon, bitte, komm, nein, kein TNT platzieren. Komm schon. Nimm meine Hand. Ja, ich nehme deine Hand. Nein, bitte. Eigentlich müsste ich das ja tun, wa? Nein. Ich weiß vor allen Dingen, hier steht extra wähleweise, wo du das TNT platzierst. Ich glaube, ich muss genau da platzieren, wo Hardy jetzt ist. Ja, ich gebe mir das und dann baue ich mich dann hier raus. Wenn du das hier auf das Feld setzt, dann nein. Auch vollkommen aus. Nein, das ist nicht gut. Nee, glaube ich nicht. Ne, das muss hier unten hin. Schon. Komm, gib mir das, dann ich baue das unter mich. Machst du den Schalter, aktivierst du dann da und ich weiß nicht, ob das gut ist. Ja, eben, gib mir das, ich baue das unter mich. Welchen Schalter? Komm schon. Da, den Schalter, TNT. Den sieht man von hier aus. Gib mir das TNT. Ganz ehrlich, den Schalter machst du auch gut, wenn du da machst. Ja, wahrscheinlich, ja. Nein. Also ist egal. Also Nein, Dennis, nein. Nein! Lol, ich hab hier keinen Damage. Der okay, lebt ja noch. Das darf nicht wahr sein. Ja. Nein! Du Fickgesicht, Peter, ich schwör bei Gott, du bist ein mieser Motherfucker, wie lange ich gebraucht hab, um da hochzukommen. Boah, Alter, das kriegst du wieder. Das kann nicht wahr sein, wa? Hast du den Raum getrollt? Ach, Menno, ey. Menno, wie? Ach, Menno, ey! Boah, Hardy, ey, bist wieder super am Löffeln. Ach, Menno, ey! Ach, Menno, ey! Boah, was denn, Peter? Ach, Menno, ey! Ich hab doch nur was getrunken. Ja. Ach, Menno, ey! Ja. Ach, Menno, ey! Ach, Menno, ey! Jetzt komm, lass mich da hoch, ey! Menno, ey! Ich weiß nicht, wie ich den Sprung einfach nicht schaffe. Menno, ey! Mein Gott, Ram! Ja! In Menno, ey! Oh mein Gott! In Menno, ey! Ja! In Menno, ey! Ja! 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 Oh mein Gott! Das hat nicht lange gedauert! Peter, ist ein Bobby, ja, ich hab euch hier gelauscht, während ihr euch da. Also, ich finde halt total krass, Hardy, weißt du, wie du überhaupt keine Toleranz zeigst, weißt du? Nur weil Menschen anders sind, schiebst du die in Schubladen, ja? Das stimmt gar nicht. Und würdest du am liebsten dann. Alter! Einzeln nacheinander Vögel. Ich hab nichts gegen Schwule. Auch nichts nee, gegen Lesben. Gegen Lesben besonders nicht. Wer hat gegen Lesben? Aber auch nur, wenn es klischeemäßig zwei schöne Frauen sind. Also, das hat gegen Hässliche, ja?
Nee, das stimmt gar nicht. Ja, klar, du hast gerade gesagt, ich habe nichts gegen Lesben, aber nur wenn es Klischee mit zwei schöne Frauen ja, sind. Ja, nur wenn es nur wenn's nicht zwei Lesben sind, wo dieser standardmäßig Mann-Part dabei ist, der männliche Part. Also hast du auch die männliche mit Frauen, mit kurzen Haaren und so, was? Nee, ich habe nicht so, dass ich was dagegen habe. Ich finde diesen Porno-Klischee Lesben-Part finde ich irgendwie nur ästhetisch. Was ist los? Ich merke das schon, ich rede mich hier wieder über den Kopf und Kragen. Oh ja! Dann heißt schon wieder jetzt, ich sehe schon wieder kommen, dass Hardy hat was gegen Lesben. Ja, Hardy hat auch was gegen Lesben. Zumindest das gegen welche, wie Max-Weiber aussehen. Das habe ich, ja, das habe ich indirekt gesagt. Das ist Link. Nee, das ist der Bruder von Link, das ist echt. Richtig geil auch, wo haben wir das gehört? Genau, bei Thaddeus hatte die Chipstüte ausgekippt haben bei dem im Bett. Oder waren wir beide das gerade? Oder war ich das mit Jay? Das war ich bei dir. Nee, das war ich. Ich hab auf jeden Fall bei einem im Bett habe ich Krümel verteilt. Entweder von Keksen oder von Chipsen. Ja, bei der Ted. Dann haben wir das zusammen bei Ted gemacht. Ja, das kann natürlich auch sein, dass das Ted war. Und ich hab dir einmal Fridolin in das Zimmer reingetan. Da hattest du Viech im Zimmer. Stimmt, das war sogar die gleiche, genau, da saßen wir beide auf der Terrasse noch bei Jay und hatten Stimmt, dabei. Genau. Und dann haben wir extra bei Ted extra die Jalousie wieder hochgemacht, damit wir das so premium-mäßig. Und dann haben wir mit der Shisha gesessen und uns vor das Fenster gesetzt und gewartet. Genau, Ted entkleidet sich und davon mal auf einmal gesagt, was ist das denn hier? So ein fetter Brummer. das war so geil. Ah, und das stimmt, du hast recht, dass er mit den Chips war genau das gleiche, wo er es hat, Licht an, ausgezogen, Licht aus, an. Er legt sich hin, eine Minute später Licht wieder an, ihr Schweine, legt sich voll in die Krümel rein. Ich frag mich ja, wann die europäische Gesellschaft die Akzeptanz für öffentliche Gangbangs in Badehäusern verloren hat. Das ist echt so eine Sache, die war früher einfach besser als heute. Öffentliche Gangbangs. Oh nein! Der steht auf 69. Scheiße. Der steht total auf 69. Der ist wirklich auf so einem Granny-Fuck-Club drin. Was hat denn 69 mit Grannys zu tun? Achso, mein Gott. Echt mal. Wie weit ist das denn bitte hergeholt? Scheiße. Denn Grannys sind doch geil, sind doch voll erfahren und so. Ja, am geilsten sind die, die noch im Krieg gedient haben, ne? So. Oh ja. Chip, Ritter von rechts! Ne, Moment. Ritter von rechts ist auch geil. So, Hardy, hast noch 3 Versuche. Deine Mutter. Darf ja, warte, wir haben mit beide geschafft. LOL! Alter, der sprintet der nicht, der dumme... Eins. Alter, das ist doch jetzt echt ein Scherz. Bitte nicht bei der Challenge, das wäre jetzt echt hammer-mega-mäßig ärgerlich. Komm mal. Nee, das lasse ich mir nicht nehmen. Ihr kleinen Lutscher. Ja, okay. Nein! 2! Ich hab's schon, oh Gott, ich hab mich schon umgedreht. Okay, 2. Ich hab's auf Video. Boah, das ist doch echt ein Scherz. Nein! Warum bist du nicht hierbei? Das ist doch nee. Ja, den brauchst du nicht mehr probieren, bist durch. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast nur 3 Versuche, ne? War das schon mein dritter? Ja, ja. Das war mein dritter. Nee. Doch, ich hab gesagt 1, 2, 3. Ja, warte, du hast 1 gesagt, nachdem ich als du schon oben, also als du, ich, du, warte, ich muss das jetzt erklären, sonst gilt das nicht. Ich war schon unterwegs, als du es geschafft hast und danach gelten die 3 nämlich erst. Ja? Ja, das stimmt. Erst, ja. Erst 3 okay. Versuche von vorne, also, okay. Also darf ich den jetzt noch zu Ende machen? Ja, ist ja kein Problem, du fällst ja trotzdem. Nein! Alter, das ist echt ein Scherz. Ja, da ist halt, ja. Hast du oh, richtig. Oh Mann, ey. Gott sei Dank hast du auch verstanden, sonst hätten wir das nicht, mitgekriegt. Sepp hat auch immer gesagt, das ist nicht mehr weit. Ja. Wie weit ist das noch? Na, er ist nicht mehr so weit, halbe Stunde später. Wie weit das ist das noch? War mir voll klar. Ich hab euch noch gesagt, das ist die letzte Bahn. Kommt mit. Nein, wir müssen bei Meckes essen gehen. Nein, das ist die letzte Bahn. Egal, wir laufen. Okay. Alter, wie weit wir gelaufen sind. Ja, vor allem, weißt du, Sepp, wir haben uns dann die ganze Zeit abgehalten, ein Taxi zu nehmen.
Ja. Das ist direkt da vorne. Ja, vor allem, die werden auch mal brav gesagt, so, ja, ist in Ordnung, habe ich später wieder gefragt. Na, okay, ein bisschen geht noch. Ich glaube, wir haben unterwegs waren. Da hattest du noch eine Karre, wa? Da hatte ich noch eine. Da hattet ihr beide eine. Mein geliebten Dreier. Da hatten wir beide eine. Ein schönes Auto. Hatte nie eine. Braucht es ja auch nie eine. Ja, das ist doch schon mal weiter. Ja, so der Schulweg war schon recht unangenehm mit dem Fahrrad immer. Ja, stimmt, bei meiner war auch total unangenehm. Ja, riesig weit. Wenn ich heute darüber nachdenke, dass ich den Weg mit dem Auto jeden Tag zur Schule gefahren bin, das waren Luftlinie, keine Ahnung, 500 Meter oder so. Ja, vielleicht ein bisschen, ja, vielleicht 800 Meter. Meiner war 7 bis 8 Kilometer eine Strecke. Bei mir, ich musste nur einmal quer übers Feld laufen, dann war ich da. Ja, das Geil ist wahrscheinlich, wir laufen schneller gewesen als... Ja, das weiß ich nicht unbedingt, aber ich bin zumindest, wenn es geregnet hat, trocken angekommen. Und danach musst du dem direkt das Wasser abdrehen. Der ist zu nah, der ist zu nah. Nein, ich sag dir wann. Dann geht er zumindest auf meine eigene Kappe. Der versucht dich zu schlagen, der versucht dich zu schlagen. Der wird dich kriegen. Geht versucht dich zu schlagen. Jetzt! Tschüss! Tschüss! Ja! Nein! Ach Mann! Okay. Okay, Frieden? Ja. Okay, dir. Ja, Frieden! Okay, ich brauche So. Kennst du nicht die Geschichte von den zwei, von dem weißen Ehepaar, was ein schwarzes Kind geworden hat? Und das ist sogar deren. Das ist einfach nur, weil mal irgendwann... Ein Vorfahre schwarz war. Genau. Ja, voll die Mutation, ey. So, als hätte man früher also vom Felsen geworfen. Nee, das ist die ganze Zeit rezessiv weitergegeben. Ich wollte gerade sagen, sowas nennt man rezessiv gehen. Hast du nie in Bio aufgepasst? Keine Ahnung. Muss leise sein, die Omas von unten kommen sonst wieder hoch und wollen den Nerven. Und was Nerven ist ein Codewort für Hartfisten. Ach, Nerven. Die Oma war gestern oben, hat sich ihren geilen Fick abgeholt und jetzt ist die erstmal wieder stille. Siehst du? Also stehst du doch auf reife Frauen. Ja, echt mal. Boah, war das ja, so auf über. Ich stehe halt auf die überreifen Früchte. Halt die Gilfs, besonders süß. Nicht die Milfs. Ja, oh Mann, geil, ey. Ich sehe Hardy richtig schon vor Augen, wie der immer so im Spätherbst durch den Obstgarten wandert und sich die faulen Äpfel nimmt und dann richtig geil reinpenetriert. Oh ja. Die faulen Äpfel, bla. Nee, die faulen noch nicht. Die faulen Äpfel haben alle schon einen Wurm. Die faulen Äpfel, die liegen ja im Altersheim und können sich nicht mehr bewegen. Alter. Auf die stehe ich jetzt noch nicht so. Ich meine, können die sich nicht wehren, wa? Und das Niveau, wir verabschieden, ist auch heute wieder. Das singt für sie. Mach lieber den Double Jump links rum und gut ist. Es ist sicherer, den normalen. Ich komme aber nicht über diese Dingens drüber. Nee, mach hier einen Doppelsprung. Ich genau. Leute, ich stand drauf, wieso springe ich denn nochmal? Ein Nippelchen finde ich halt schlimm. Ja, ne? Stimmt, oder Nippel meine ich dann halt. Was gibt denn dann bei mir? Ich kann ja alles. Alter, Peter, du ich sage euch, wirklich, ich schwöre bei alles, was mal heilig ist. Der Map war schlecht, ich mach den Ausstieg, ich hau dem auf die Fresse. Als wenn an der Map irgendwas scheiße wäre, nur weil du dauernd Lava Feuer fängst. Ja, das ist doch zum Kotzen, was ja, du machst doch einfach nicht richtig. Scheiße, ganz ehrlich, das Einzige, wo man ständig Feuer gefangen hat, war beim Dritten Reich, ey. Was ein Spaß, ey. Uhu. Meine Spaß, worst Map ever bis jetzt. Absoluter Bullshit, schlechter als Wolf-Team. Alter, ohne Spaß, ey. Keine Ahnung, Pascal oder so hieß der, deine Mutter. Ja, ohne Spaß, ey, was ist das denn für ein Homo? Weißt du, ich nehme nie wieder eine Map an von einem, der eine Map uns schickt. Wie kann man so eine Bullshit-Map bauen? Die war wahrscheinlich so viel Arbeit. Ja, das ist mir egal. Wahrscheinlich. Weißt du, es gibt auch Autos, die waren bestimmt so viel Arbeit oder Spiele, aber wenn die scheiße sind, sind die keine Veröffentlichung wert. Ein Kind, was Fünfen schreibt, wenn du sagst, du bist nicht ganz so gut, weißt du, bist Bullshit, bist du. Das war richtig awesome. Da war ich fast durch, ja. Ja, aber das ist eine Homo-Map, deswegen schaffst du das nicht. Aua. Was ist das denn? Boah, wieso vergiftest du mich denn jetzt, du behindertes Kind? Damit dein anderer verkackter Effekt weg ist. Der ist doch schon lange weg, du Ficker. Der hält 3 Minuten. Du hast mir 20 Sekunden oder eine halbe Minute hast du mir gegeben. Jetzt heil mich gefälligst, du Affenkind! Komm her, ich heil dich. Alter, das Poison hält noch so lange an, das ist der Hammer. Oder Spaß, wenn ich dich hier mit diesen mit solchen vielen Tränken beschmissen hätte, weil du hättest dich schon so aufgeregt, Bram. Ja, hätte ich auch. Dann hättest du mich wieder aufs Übelste beschimpft und wärst wieder sauer und angepisst gewesen, ja, und du darfst aber du bist einfach, ja, oder wie? Aber du bist die Ruhe ja selbst.
Was bin ich? Was bin ich? Du bist die Ruhe selbst. Ja, ich bin auch tatsächlich gerade die Ruhe selbst. Okay, das Peter, meine... dass Peter mir ein bisschen auf die Eier geht. Nein! Wie gesagt, das hatte ich die Ruhe selbst. Meine Webcam wieder runtergefallen, ey. Ach, Peter! Ah, sorry. Nein! Ich hasse alle. Das Schlimme ist, ey, jetzt müsst ihr den Ecksprung wieder machen. Das ist doch scheiße. Ja, das ist echt Schlimme. Da kann man wieder verkacken. So. Ist doch schön. Komm nicht raus, ich häng fest. Du musst nur nach vorne laufen, du Spaß. Nein, ohne Spaß, ich häng fest. Ja, ja, deine Mama hängt fest. Na gut, dann bleib ich halt hier stehen, ich will nie mehr weiter. Nein! Ja! Du bist in meinem Netz gefangen, meine kleine Spinne! Du bist die Spinne, du Vollidiot. Ach ja, ich bin die Spinne. Ich tue um die Ecke runter. Komm in mein Netz der Lust. Die schwarze Witwe, Dennis Hartwig, hat schon lange keinen mehr reingekriegt und muss sich seine Leute jetzt fangen. Ich gucke hier einfach aus einer Kameraperspektive so dem Hardy dabei zu. Und nicht geschafft, schade. Nächstes Mal. Ja, Moment, verstehst du denn? Und also, du nicht geschafft, war. Schade. Aber nächstes Mal vielleicht. Und also. Nicht geschafft, schade. Aber nächstes Mal vielleicht. Und nächstes Mal vielleicht. Und nicht geschafft, schade. Nächstes Mal vielleicht. Und nicht geschafft, schade. Aber nächstes Mal vielleicht. Und nicht geschafft. Scheiße, ich bin nicht mit voll aus dem Takt gekommen. Nicht geschafft, schade. Nächstes Mal vielleicht. Und nicht geschafft, schade. Nächstes Mal vielleicht. Und nicht geschafft, schade. Nächstes Mal vielleicht. Und nicht geschafft, schade. Ich geb die Challenge auf. Ich hab keinen Bock mehr, ohne Spaß. Bis wo gibt's denn auf? Die komplette Challenge? Ich geb die komplette Challenge auf. Das ist ja kaum zu glauben, Bob. Da gibt's doch tatsächlich Rabatte heute bei Hauen den Schadi auf die Fresse. Den Schadi? Schaden ja, Hardy, der Scheidenauskratzer, das ist Schadi. Nein! Was ist das denn? Wieso häng ich denn jetzt in der Wand drin? Am Arsch! Geilen Damage gekriegt in der Wand. Ich hab es nicht mit genug abzuspringen. Mein Name ist Dennis Hardwig. Ich bin so schlecht und kann nichts dafür. Mein Name ist Dennis Hardwig. Ich bin einfach kackiert. Ich habe diese einfach. Problem ist aber, wenn ich hier. Mein Name! Scheiße. Halt doch dein Maul, du Fotzengesicht! Ich bin so kack, yes. Nimmt Bram eigentlich überhaupt noch auf oder erzähle ich das jetzt hier in den leeren Raum hinein? Weil ich will auch, dass die Zuschauer mir zuhören. Das ist eine interessante Geschichte. Ich auf. Ich hab doch gesagt, ich geh nur kurz das Fenster aufmachen. Ja, wusste ich ja. Wusste Fenster klingt erstaunlich wie eine Dose. Auf jeden Fall. Nimm das Fenster aufmachen, Schnur. Ja, das war schwer, das Fenster. Das ist bei mir, nee, genau, folgendes. Das heißt, ich wohne im ersten Stock. Und andere Lüge, Moment. Das ist bei mir mit so Schlössern gesichert, damit die Einbrecher nicht reinkommen. Nee, ist Sodomie doch, hab ich doch jetzt bei Bild gelesen, ist doch nicht mehr erlaubt, oder? Das nennt sich Sodomie mit Tieren. Ist ja, Sodomie nicht. Okay. Ja, was ist denn Sodomie? Erzähl's mir, Kopfheller. Was hast du dir gedacht, Peter, was Sodomie ist? Leichenspringen oder was? Was denn? Ich dachte, das wäre so eine Art des Sadomachismus. Sadomasochismus meinst du vielleicht? Sadomasochismus. Ich kenne mich mit sowas nicht so aus. Junge. Ich bin ein guter Junge. Wie du bist ein guter Junge. Ey, aber wie erklärst du mir bitte schön die Analplugs, die ich in deiner Wohnung gefunden habe und die ganzen Bondage-Sachen? Weißt du, Peter, der ist ein guter Junge. Ich bin das langweiligen Blümchensex. Mit Tieren. Ja, genau. Mit Streusen. Mein Name ist Dennis Hartwig. Ich kann diese Talents nicht. Mein Name ist Dennis Hartwig. Ich kann diese Talents nicht. Unsere armen Mikrofone. Oder noch viel schlimmer, die armen Ohren unserer Zuschauer. So. Nein! Nicht der Sprung! Weißt du, vielleicht wollte Gott ja auch einfach nur quasi irgendwie schwulen Gangbangs
irgendwie anprangern oder so. Verstehst du, was ich meine? Ehrlich gesagt, gerade nicht. Das musst du weiter ausführen. Du darfst jetzt nicht einfach aufhören zu reden. Wenn der da, vielleicht, der hat sich einfach gedacht, weißt du was? Weißt du, ich stehe voll auf so einem Scheiß und ich muss jetzt einen Vertreter auf die Erde schicken und hat der dann halt so Männer um sich rumgeschart, ja? Und dann gab's halt ein geiles Abendmahl und dann ist einer halt auf die Idee gekommen, ihn zu verraten und dann fing die ganze Scheiße halt an, ja? Und dann hat er gesagt, Scheiße, man wollte ich gar nicht kommen lassen, ey, jetzt verehren die den voll, weil er ins Kreuz genagelt worden ist und all so eine Scheiße. Vielleicht wollte ich einfach nur einfach den Leuten sagen, ey, es ist voll geil, wenn mehrere Männer zusammen, ja, richtig geile Scheiße machen. Also Jesus quasi. Ja, so direkt wollte ich es jetzt nicht sagen, aber... Ja, und jetzt, ja, du hast es schön durch die Blume gesagt. Ja, und jetzt guck dir das an, jetzt bauen wir Kirchen, haben einen Papst und der denkt sich, Alter, das wollte ich alles gar nicht. Ja, was meinst du, wie das Abendmahl ausgesehen hat? Das war eigentlich nur nett dargestellt von Da Vinci. Vor allem haben die sich richtig krass ein. Ja. Ja, genau, die versteckte Nachricht darin ist nicht, dass es irgendwie Maria Magdalena gab. No, Sir, die versteckte Nachricht ist, dass die alle mega stoned waren. Ja, was meinst du, warum der dann ans Kreuz gegangen ist? Der hat sich mit dem falschen Dealer eingelassen und dann haben sie den gecatcht. Meinst du echt, dass das so war? Wenn der Hahn dreimal kräht, Junge, dann stehen die Bullen vor deiner Tür. Ja, da hat sich Jesus gedacht, scheiße auch, ey. Ah, jetzt hat aber geklappt. Jetzt zieh ich den Block aber. Nein! Hast du den Block weggezogen, während du da drauf standest? Ja. Mann, oh Mann, Peter, der geht ran. Peter, der geht ran! Mama! Da hat der behinderte Adi schon wieder gewartet. Das ist echt der. Nein! Nein! Mahu, der Ball! Stell dir mal vor, du wärst da runtergefallen, nachdem du die ganzen Sprünge gemacht hast. Alter. Ja, warte. Komm schon auf die nächste Challenge. Alter, das gibt's doch gar nicht! Boah, Hadi, ohne Spaß! Richte mich gerade auf, ohne Witz. Ja! Was kannst du dafür? Willst du mich verarschen? Oh Gott. So, warte, ich gebe dir einen Tipp, benutze nicht Shift, sondern strafe einfach durch. Okay. Hat offenbar nicht geklappt. Nee, okay, hat doch geklappt. Oh Mann, bin ich heute inkompetent, ey, das ist echt der Wahnsinn. Fällt einem nichts mehr zu ein, wa? Naja, fällt einem echt. Da kannst du echt nichts Vernünftiges mehr zu sagen. Ich bin der perfekte Arbeitgeber für so einen inkompetenten Spaß, die ein. So. Telekom würde ich wahrscheinlich gerne. Nein! Ohne Spaß, wenn man halt die Zukunft sieht, merkt man einfach förmlich, wie sein IQ sinkt. Ja, probier das mal aus, wa? Wenn nicht, dann bin ich Nubi. Nein! Alter. Das kann einfach nicht wahr sein. Jetzt macht Hadi das. Das hab ich im Blut. Ich komm da nicht rein. Beim besten Willen nicht. So, ja, entschuldige bitte, ich kann aber auch nichts für. Ich geb da mit, oder gib mir doch Mühe. Ich mach das doch nicht absichtlich. Ja, Mann, ey. Immer um das. Ich steh's mit, ja. Immer um das doch mal schriftlich festzuhalten. Oh ja, verdammt. So. Dann leg dich mal ins Bett und dann leg dich halt nicht ins Bett. Ich starte das sowieso nächstes Mal da. Dann nächstes Mal, danke. Boah, welchen Block hat er sich jetzt ausgelockt? Ja, das ist jetzt eine Frage, ne? Das ist echt eine gute Frage. Aber das werden wir erst nächste Folge herausfinden. Jetzt interessiert das ja gerade auch noch keinen, wa? Nee. So? Ja, oder? Ja, ich glaube schon. Alles da. Hauen rein! So, dann geselle ich mich doch jetzt auch mal dazu. Ach, hier nein! Hier. Ja! Jetzt ist er genau auf dem Block gelandet. Zahl dann raus. Ich komme da nicht rein. Ich komme da nicht rein.
Da komm, Wobbel. Überlebe ich das? Geh doch so auf die Leitern, dass du aufgefangen wirst. Oder so. Wie geil ist das denn? Was denn? Überlebe ich das? Bam! Die Kuh. Alter! Alter. Oh, ich sterbe. Boah, jetzt hast du Sterbe sogar richtig geschrieben. Nein, das ist nicht dafür, der drin, du Lautscher. Guck dir mal genau an. Du Lautscher? Ja. Wolltest du schreiben? Ich finde, dass das da kein Fehler drin ist. Auf jeden Fall Ich hatte halt einen Kurs in dem Raum, wo vorher halt dieser Philosophieunterricht war, wo auch unser afghanischer Mitschüler war, ja. Dessen Namen wir jetzt natürlich auch nicht nennen. Und das Geile ist gewesen, der wollte ja immer so genannt worden, also dieses N-Wort, ja, weil er das geil fand. Welches genau? Und dann komme ich in den Raum rein und der Philosophielehrer war noch da. Und dann sage ich, zu ihm, so, was geht ab? Und dann guckt mich der Philosophielehrer so an, so völlig verstört, und dann sagt unser afghanischer Mitschüler so, wie kannst du mich denn nur so nennen? Und ich dachte so, Alter, willst du mich jetzt verarschen? Ich nenne dich doch immer so. Und dann hat er voll einen, so macht das er voll bestürzt. Und, also ich war, und seitdem war ich bei dem Philosophielehrer unten durch. Jedes Mal, wenn er mich irgendwo gesehen hat, hat er mich immer schief angeguckt. Das war so eine Assi-Aktion, ja, ey. Der Rassist schon wieder, hat er sich dann jedes Mal wieder. Auf jeden. Auf der CCS. Jetzt! Wo weißt du denn, ehrlich, komm, scheiß drauf. Kann nicht wahr sein, dass du so einem Challenge aufgibst, weil du bist. Ja, so du hast ja gesehen, es geht nicht. ja, so sieht's aus. Ich hab gesehen, es geht nicht. Die leben doch sowieso nur einen Tag, oder nicht? Das waren Eintagsfliegen. Aber die leben auch länger als einen Tag. Die heißen doch nur so, oder? Ja, hab ich auch mal gehört. Das ist aber auch wieder gefährliches Halbwissen. Das sind doch diese Grünen, ne? Mit diesen durchsichtigen. Das sind die, die den Renester weggesnackt hast. Nein, das sind Schwebfliegen. Also, okay. Weggesnackt? Also wirklich so aus der Luft gegessen? Nee, ich hab die gefangen. Und dann gegessen? Ja, und dann gegessen. Das macht's besser. Aber nicht gekaut, ich hab's einfach runtergeschluckt. Ja. Dr. Bob wird ziemlich sauer. Also. Nee, die sind einfach nur auf die Eier gegangen. Da waren so viele am Strand von René. Da hast du die gegessen, bist du die haben sich immer auf meine Arme und meine Beine gesetzt und hab ich einfach mal genommen und gegessen. Das ist halt nicht Vertreibungsmethode, wenn den Ärger, dann isst der einen auf. Vor allen Dingen, weißt du, weil allein die Gesichter der anderen waren schon priceless, Junge, ey. Wie ich so diese Viecher weggesnackt hab, ey, jedes Mal große Augen. Was? Bah! Und Johnny vor allem immer, bah, du isst die! Ja, ist ja auch hammer eklig, was da. Da ist doch nichts dran an den Dingern! Ne, können gar keine Krankheiten dran sein oder so. Dafür sind die. Ach, an so einer scheiß Fliege doch nicht. Wahrscheinlich vorher noch richtig geil in Hundekacke gewälzt. Nee. Schwebfliegen ernähren sich von Nektar, von diesem Juck. Pulver, Früchtendingern da. Was für Geiler im Mund zu haben. Ja. Nee, Schwimmfliegen ernähren sich von Nektar, die setzen sich nicht auf Scheißhaufen. Ich hoffe, du bist danach da nicht schwimmen gegangen, weil mit vollem Magen soll man ja nicht schwimmen gehen. Ja, das stimmt. Ich glaube, ich bin in Renesse eh fast nicht schwimmen gegangen. Ja, und jetzt? Ja, du musst da weg. Hä? Warum, Peter, du musst da weggehen? Ich bin weg gewesen. Hä? Boah, seid ihr Spezies, ey. Was denn? Was macht ihr denn da für eine Scheiße? Toll, Mann, jetzt hast du ihn kaputt gemacht. Ja, ich hab aber noch einen, ist alles gut. Geh mal nach der Ecke raus. Jetzt setz ihn doch einfach vor die Tür, du Affengesicht. Du kannst ihn nicht vor die Tür setzen, du Lutscher. Das fällt doch schon durch die Tür. Ja, aber das fällt schon durch die Tür belegt, du Lutscher. Du startest da hinten. Oh, ich bin echt hart überlegen, weil solche Sprünge habe ich am liebsten mit Anlauf. Und dann in einmal. Naja, auf jeden Fall, aber du kannst nicht auf den ersten Block mit Anlauf kommen. Ich hab dich genannt. Alter! Ich hab die vorgesehen. Ah, okay, Alter, ich dachte schon. Ich bin da so ein Rand lang gelaufen, hab leider gesagt, so alles klar, jetzt lass du mal Peter. Wieso ist da denn eine Leiter? Weiß ich nicht. Ist mir jetzt auch egal. Ich werde jetzt hier den Sprung versuchen und hoffentlich nicht verkacken, weil sonst muss ich echt. Boah, Alter, ich will nicht. Ich warte jetzt hier, bis Hardy kommt. Nein! Das dauert noch ein bisschen. Nein! Das gibt's nicht! Der letzte Sprung! Ja!
Peter hat es geschafft. Peter hat es geschafft. Alter Vater, ey. Ja, woher weiß ich jetzt, welcher meiner ist? Ja, das ist allerdings eine gute Frage. Ja, wie wäre, wenn Hardy, wie wär, wenn Hardy auf der anderen Seite spielt, ey? Oh. Wir haben ja dann so eine kurze Pause. Ja. Ja, dann bin ich nämlich in der Zeit auch ganz kurz mein Auto weg. Oh, was denn damit? Kaputt? Ist er kaputt? Ja. Was ist denn los? Ist eine ganz kleine Delle habe ich an der Stoßstange und ich brauche Motoröl wechseln muss gemacht werden. Ist der irgendwo gegengefahren, ne? Vielleicht. Bisschen Noob. Vielleicht. Wo bist du denn gegengefahren? Das ist total krass gewesen. Ich bin einfach an der Kreuzung stand ich. Ja. Und hab dann halt beschleunigt, also auch nicht extrem, sondern wirklich normal beschleunigt. Ich hatte nämlich auch noch Beifahrer mit dabei. Und auf einmal drehte sich die Karre um 180 Grad nach rechts. Dann hab ich ein Schild mitgenommen. Ich hatte totales Aquaplaning. Gar nicht klar. Also wirklich, ich bin mit 10 km/h oder so. Sowas passiert natürlich nur, wenn man ganz normal beschleunigt. Hab ich echt. Okay, ja. Ja, aber woran könnte das liegen? Also du hattest ja keine normalen Reifen. Ja, stimmt. Ich hatte immer noch meine wundervollen Winterreifen. Oh mein Gott. Ja, sowas kommt natürlich im Juni schon mal besonders gut. Ohne Spaß, ey. Das genau sind Zeus sich richtig krass mit dem Blitz fistet. Da tut echt weh. Aber jetzt haben wir nämlich gleich viele Unglücke. Ja, das stimmt. Unglücke ist auch geil. Ja, würde ich auch noch nicht als Unfall zählen. Du hast Spiegel abgefahren und Delle reingefahren und ich habe einmal aufgebockt und... Ich weiß es gar nicht. Das ist ja nicht das Einzige, an das ich mich erinnere. Die Oma. Ach ja, genau. Und ich bin auch einem... Nee, die Oma, das war ich nicht selber schuld. Aber ich bin hier in Hamburg bin ich einer G-Klasse hinten reingefahren. Hast du nicht nochmal einen Fahrradfahrer umgefahren? Da weiß ich nichts von. Ah, ja, stimmt, genau, den hast du auch noch, Hardy. Den habe ich ja noch einen. Ja, aber bitte jetzt, bevor die Zuschauer jetzt was Falsches denken, ich habe den nicht umgefahren, sondern ich habe den, ich sag mal, beim Rückwärtsfahren gestreift. Der ist nicht mal hingefallen. Wo ist er hin? Er ist erst nach dir gekommen. Nein! Lol. Wie geil ist das denn? Nuts! Boah, die ist so geil. Ach so. Der ist schon längst weitergesprungen. Ach so. Die teleportiert jetzt immer hin und her. Wobei ich sagen muss, dass das mit dem Einser damals bei Felix, das war echt wirklich Dummheit. Aber hallo, das ist eine größere Auffahrt gibt's auch in dieser Welt nicht. Oh, ja. Die hat nur eine einzige Stelle, in die man gegenfahren kann. Oh ja, ein schöner, großer Gulli. Mit so Betonwänden, weißt du noch so. Ja, wenn man jetzt Gulli sagt, dann stellen... Ja, genau. Das war ein Gulli, der halt etwas erhöht lag, so, ne? Mit so Betonseiten, ja, und... Dennis wollte halt, kurz nachdem er sein Auto gekriegt hat, mal richtig schön auf der Kiesauffahrt, die ja riesengroß ist, mal einen geilen Rückwärtsgang einlegen. Und dann musste der Vater von dem noch kommen und das Auto anheben, damit ich da runterkam. Und mit Dennis meint Hardy gerade sich selber, bevor jetzt hier jemand was falsch versteht. Bam. Alter! LOL, Bram, bist du für ein Assi, ey. Boah! Da will aber einer wissen, hab ich gehört. Und Bram ist auch... Oh, boah, Bram, wenn du das jetzt machst, dann bist du voll der König. Komm, ich feuer dich jetzt an. Bram, du machst das. Bram, das war hart Assi, ey. Das war hart. Ey, Bram, Assi. Das, was jetzt noch kommt, das ist easy peasy, ohne Spaß. Du hast den schwersten Teil hinter dir. Das schaffst du jetzt auch noch. Das war hart Assi. Das musst du jetzt. Ich meine, das ist jetzt nur ein bisschen tricky, weil du die Kante jetzt über dir hast. Komm, das machst du. Jawohl. Und noch einer. Jawohl. Und jetzt der hier. Komm schon, du machst das. Jawohl. Und jetzt komm, Dennis. Komm, ja. Komm schon. Ja! Ja, Peter, drei Versuche, würde ich sagen, ne? Boah, Junge, Mann, das war richtig assi. Aber Dennis, ohne Spaß, du weißt, hat er sich dafür rechnen müssen. Ja, das ist mir geil, das hat sich gelohnt. Das war so unvorhergesehen, dass das einfach geil war.
Ja, jetzt musst du vorsichtig sein. Ja. Boah, Junge. Alter, wie krass muss man denn da drücken, ey? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Hat er heiß. Wenn deine Eltern dir sagen, ja, du kriegst jetzt so und so viel Taschengeld, würde kein anderer, der jetzt sagt, boah, voll verwöhnt, würde dann sagen, nee, will ich nicht haben. Doch, ich schon. Nicht. Ich möchte denjenigen sehen, der sagt, nee, das möchte ich nicht. Ich möchte lieber arbeiten gehen und so ein Kram. Meine Eltern haben halt gesagt, ja, die wollen halt lieber, dass ich für die Schule lerne. Das hat ja gut funktioniert. Ah, geil. Lol, ist das noch nicht vorbei? Nee, du musst da rein. Seid ihr denn beide? Lol. Okay. Hier rein. Oh, lol, das ist ein Scherz, oder? Nein! Ja, damit ist halt ja auch durch. 3 Versuche. Erster Strike. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt einfach dran. Für euch geht's direkt weiter. Bis nachher. Tschüss. Meinen ersten Gameboy, den habe ich von meinem Opa gekriegt. Damit fing alles an. Da bin ich zum Videospielsuchtig geworden. Beim ersten Gameboy, da kann ich mich auch noch erinnern, war so geil. Oh ja, habe ich auch von meinen Eltern gekriegt. Und jetzt passt auf, weißt du, warum ich den gekriegt habe? Jetzt kommt wieder Einzelkindmäßig. Meine Eltern wollten mir Schwimmen beibringen. Und ich wollte das partout nicht, das war im Urlaub. Und dann hat meine Oma gesagt, oder mein Opa hat gesagt, okay, wenn du jetzt einmal von der linken Bahn des Schwimmbeckens zur anderen schwimmst, dann kriegst du einen Gameboy. Weil ich dann auch partout sofort gemacht habe. Und dann konnte ich schwimmen. Nein! Och Mann! Wieso fällt man immer direkt ganz raus? What the fuck? Warte! Das ist ein Sonnenblumenkern. Vom Rück. Alter, das ist voll tief im Hals. Das stört total. Alter, warte, ich muss mal kurz was trinken. Scheiße! Bram muss ja ständig übertreiben mit seinem Trollen hier. Bist du ein Spacken? Am Arsch. Oh, nein! Oh. LOL. Scheiße. Nein. Was habe ich getan? Ich habe ein Monster erschaffen. Kann ich nicht was machen? Nein! Ist das awesome! Oh, Scheiße. Fuck. Das war nicht geplant. Oh mein Gott, ich raste aus. Ja, kann ich das? Ja, ohne Probleme. Ich muss jetzt hier weg ganz schnell. Nein! Du bist ein Idiot! Ja, liebe Zuschauer, und nochmal das Spektakel. Oh mein Gott. Ja, das seht ihr doch gerne, ich weiß es. Na, Hadi, bist du dumm, ey. Alter! Du bist so ein Mongo! Boah, Pisser! Super easy Troll Mode activated. Ach. Ah ja, Peter, du bist echt ein Witzigen. Lol, ich häng fest. Lol. What the fuck? Boah, Peter, so kommen wir nie da oben, Mann. Das sag ich dir. Was mir aufgefallen ist, man kann bei Civilization, da fehlen einige große Herren der Zeit. Ich weiß, worauf du anspielst. Ja, das ist mir schon öfter aufgefallen. Ja, ich glaube die dass die mit Absicht die haben sie rausgelassen, ja. Ich hab noch so ein richtig geiles Foto von dir, wo dich an einem Straßenschild anlehnst und man nicht da erkennen war kann, ich ob aber, du da die Stange bist oder ob du der Hardy bist. Das war das, wo du sagtest, ich hab Heuschnupfen, dann legst du dich ins Feld. Ich hab mich ja nicht absichtlich ins Feld gelöst. Ja, okay. Wobei, auf der anderen Seite kann ich schon verstehen, warum man Adolf da rausgenommen hat. Ganz im Ernst, irgendwie so, du siehst das ja immer, wenn du die anklickst in dem Diplomatie-Menü und dann sind die teilweise so, ja, hi und so, weißt du? Und ich stell mir mal vor, du spielst da einfach nur sehr genau. Wie geil wäre das denn, ey, ohne Spaß. Ja. Hallo. Wie geht das denn?
Ja, aber ich glaube, das ist dann auch so eine Sache. Lass uns Freunde sein. Ja, genau. Oh, oh, oh. Das ist der scheiße gebaut. Ja, nice, Bram, sehr schön. Ich wollte Hadi euch überraschen und dem helfen. Oh mein Gott. Nice, wow. Müsst das machen, bis ihr es geschafft habt, ne? Ja, ja. Was machst du eigentlich hier? Bram, okay, ich bin weg. Tschüss, Peter, fick dich doch. Ja, ciao, sehr. Lüger Wichser. Ich wünsche dir noch Dennis und Dennis einen wunderschönen Tag. Danke. Ja. So, komm, Peter hat auch geschafft. Auf geht's. Du, 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 du. Lol. Die Tür ist immer noch zu. Ist das jetzt Challenge 8 oder 9 gewesen? 9. 9. Wieso ist ein 10 nicht offen? Das ist eine große Frage. Ach komm, Bram, jetzt leg den Schalter wieder um. Ich bin runtergefallen. Das ist kein Spaß. Boah. Hab den Schalter nicht mal gedrückt. Ich hab den, glaube ich, auch nicht betätigt, als ich oben war. Sind wir... What the fuck? Braune Schokonippel. Oh, machen dir das Leben schön. Braune Schokonippel hat jeder Mann so gern. Ich muss da noch mal kurz gucken, wo der jetzt ist. Da ist der. Oh, LOL! Das gibt's nicht! Das darf nicht wahr sein. Okay. Da hab ich mit dem Feuer gespielt und mich leider verbrannt. Da muss man mal ganz einfach sagen. Wie so ein Sidescroller. Finde ich super. Hadi, mach mal Super Mario Musik. Ja, das ist auch geil. Boah, aber geil. Ja. Christlichelieder.com. Oh ja. Gib uns die volle Dröhnung. Ja, und. Boah, haben wir geil, das Ding mit. Lasst uns miteinander singen, spielen, loben den Herrn. Spielen? Okay, komm. Ja, wir fangen jetzt mal an. Pass auf. Ich muss gerade laufen, damit ich den Beat habe, weißt du? Oh Gott. Lasst uns miteinander singen, spielen, loben den Herrn. Lasst es uns gemeinsam tun. Singen, spielen, loben den Herrn. Singen, spielen, loben den Herrn. Oh Gott. Aber geil, Bram. Sollte Sänger werden. Oh, Peter. Jetzt das Spielchen jetzt wirklich spielen. Brauchst du dich? Ja, aber einen traue ich mich. Alter, nach ganz unten. Ey, das gibt's doch gar nicht. Scheiße, ich dachte, ganz unten. Ich dachte, ich hätte genug Schwung, und dass ich das irgendwie überlebe. Könntest du eine Partei sein? PPP, Pro-Peter-Partei. Pro-Peter-Partei. Jetzt ist die Frage, ob ich das jetzt verstanden habe mit dem Ding oder ob das wieder ein Luck war. Ich tippe mal auf Luck. Ah, wo könnte die Partei denn stehen? Die steht für... Schmalzlöckchen? Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Dann steht die für den exzessiven Genuss von Rauchwaren. Wo steht die denn noch? Welche Partei? Die Pro-Peter-Partei. Die PPP. Ja,
ich kann dir erzählen. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, wie wir auf den Portal gekommen sind. Für einen exzessiven Genuss von Weißbier auf jeden Fall. Ja, was noch? Und er steckt sich gerne Würstchen hinten rein. Genau, Würstchen auf jeden Fall. Aber die dicken. Diese Bockwürstchen. Oh, ja. Die Weißwürste, die schiebt er sich dann gerne, die drückt er gerne mit seinem Arm aufs dann aus. Also wenn Peter eine Zigarre raucht, dann klemmt er so das erste Stück auch mit seinem Anus so weg. Ja, okay. Sicher. Abraham, was sagst du? Ja, ich bin dabei, wenn du willst. Machen wir einen Termin für die Woche und dann machen wir das noch schnell. Wir brauchen aber auch ein Musikvideo, das ist dir klar, ja, ne? Ja, genau, machen wir alles. Ja, machen wir von der Webcam, sagst du? Ja, sicher. Nein, oh Mann. Und das ganze Material, was wir davon drehen, stellen wir dann bei Pizmit TV online. Ja, ihr genau. Habt doch beide eine vernünftige Kamera, ne? Ja, aber wir hätten das jetzt so, wir müssen ja richtig schlecht machen. Also so richtig. Ich setze mich dann davor und dann mache ich hier mit Logitech Screensaver irgendwie so einen Blümchen-Hintergrund, weißt du, und dann ja, genau so nämlich. Auf jeden Fall. So war der Plan, weißt du, und du machst dann zwischendurch blenden wir dich mal ein und dann machst du halt immer bei den Miau oder so und dann. Ja, dann sieht man da kurz dein Face mit irgendwie so einem Mondschein-Hintergrund. Ja, war geil. Und ich weiß noch, wer in seiner Kotze getanzt hat. Das war Baba. Was hat die gleiche Person auch gemacht hat? Ja, das, du meinst den Kleinen, oder? Ja, doch, den meine ich. Boah, das war das erste Mal, dass der wegen Alkohol zum Krankenhaus musste. Überhaupt jemand, der wegen Alkohol im Krankenhaus musste. Da war der bei irgendeiner Fete hat er vor der Tür da hingekotzt und also so, hey Junge, wie geht's dir? Du hast da hingekotzt. Weißt du, was ich mit meiner Kotze mache? Ich tanze in meiner Kotze! Und dann hat er wirklich in seiner Kotze getanzt. Das war so geil. Oh ja. Ach, nee. Das war. Die Story kenne ich auch. Aber die gleiche Person hat doch mal auf Karneval sein Bärenkostüm ausgezogen. Also ich muss hart schiffen, hat das ausgezogen, hat drauf gepisst, hat das dann liegen gelassen. Kebeler bei Kaufland. Adi, du bist dabei, oder? Ja, ganz bestimmt. Kommen 20 Minuten deiner Zeit. Also ja, wenn man nicht mal einen Text. Ja, dann improvisieren wir. Oh mein Gott. Aber dann müssen wir so ein Julian Diss Video machen. Wir müssen wir machen ein Julian Diss Video. Auch mir egal. Julian, Hauptsache, du bist was. Eigentlich spitze, aber stinkst nach Fischlakritze. Genau, so Sachen. Also halt, wenn du dabei bist, ich bin dabei. Komm, Donnerstag, 20 Minuten gibst du mir. Gott, ey, und springt ihr früh ab oder wie macht ihr das? Also ich sag. Kann nicht wahr sein, dass so ein Mongo war. Leute, da ist der schon. Nein, der Stück Scheiße! Also ich stell mir wirklich vor, dass wir uns vor die Webcam setzen, ich mein Face kurz aufnehme, so 30 Sekunden, dann im Loop laufen lasse. Dahinter irgend so eine Logitech-Blumenwiese schneide und dann nehme ich mit Audacity mit dir im TS kurz einen Text auf, schneide den runter und sende den ein. Das ja. Möchte ich machen. Ja, okay, machen wir. Let's play. Let's play. Let's play. Hey, das ist Dennis. Was geht ab, Nigga? Da war ich gerade vor dem Snoop Dogg Flair, Alter. Verschissen ihn der so. Hallo Nigga. Ups. Ja, das ist natürlich das ist mit nicht drauf. Oder? Das ist nicht drauf. Das ist mit drauf. So, Bram, warst du jetzt schon bei der ersten Challenge in dieser Aufnahme schon mal letzter? Das finde ich gut. Ja, da musst du auch zwischendurch, glaube ich, irgendwo hingehen. Ja. Ja, ich müsste gerade kurz Nitlimitanten machen. Das M-Wort? Was ist denn das M-Wort? Ja. Nigga. Hast du vorhin auch der Sie mit mir gespielt, oder? Ja, komm, lass mich mal ausprobieren. Ja, jetzt stimmt's. LOL! Die, was hast du denn gerade gesagt? Peters Netzsieger. Loh, wo springe ich denn da die ganze Zeit? Boah, das gibt's doch nicht! Junge! Hast du gerade das N-Wort gesagt? Wer sagt, das gibt's doch nicht? Nicht mit Dennis Hartwig.
Nee, ich hab gerade gesagt, wo springe ich denn hier die ganze Zeit gegen? Das N-Wort. Nein, ja, ich hab nicht? Das N-Wort nicht gesagt. Hast du das N-Wort gesagt? Nein, ich hab gesagt, ich springe gegen. Das N-Wort. Set the Finish 5 score of all players to... Weiß nicht, was das bedeutet, one. Finish 5. Das sind die finnischen 5, das ist so eine Boygroup. Aus Finnland, wie man sich vielleicht denken kann. Wäre geil, die Finnish 5, eine Boygroup aus Schweden. Ja, die haben sich gebildet, nachdem sich die Jackson 5 aufgelöst haben. Ja, Jesus ist mein okay. Nigger. Ich finde den... So heißt stimmt, es. Kann man eigentlich sagen, ist ein Zitat, ja genau. Ich habe bisschen... Hat sogar Nigger gesagt? Ja, habe ich. Grad wieso gesagt, sagst ja. du einfach Nigger? Nein, Nigger, also heißt, mit G-A-H am Ende. So wird das geschrieben. Also Nigger mit A-H anstatt Nigger mit E-R. Ja, genau. Das heißt, Jesus is my Nigger. So heißt das Lied. Aber ich finde, man sollte das Wort Nigger nicht zu inflationär benutzen. Jetzt bin ich so behindert im Kopf. Ich benutze das Wort Nigger nicht wieso, inflationär. Wieso, wir reden doch gerade nur darüber, wie das in dem Lied geschrieben wird. Ihr habt gesagt, Nigger wird da mit A-H geschrieben. Ja. Voll geil, mit A-H, Junge. Oder mit H-A. Nigger mit H-A oder Nigger mit A-H? Oh Scheiße, ey. Halli, machst du wieder? Halli, so macht nichts, wenn du wieder guckst, yeah. Bei Nine-Gag oder so. Nee. Ich hab gerade ganz kurz mal eben auf meine Pinnwand geguckt und da hat einer ein Foto von einem sehr stark pigmentierten Fußballspieler gepostet. Alter, das ist doch zum Rümmel. Den hatten wir schon mal in einer FIFA-Folge, von dem hast du halt bei FIFA auf dieser Karte nur die Augen erkannt. Ach scheiße, was ist denn das jetzt hier gerade? Das ist wie so ein Schattenfoto und dann sind da noch so Augen. Oh, das ist voll schwer sowas zu erklären, ohne dass das rassistisch klingt. Das könnte daran liegen, dass es rassistisch ist. Ja, aber da kann ich ja nicht für, wenn jeder solche unglücklichen Fotos schießt. Ja, man hätte ja zumindest bei Photoshop die Aufhellen-Funktion benutzen können. Das ist noch viel schlimmer. Ich weiß gar nicht, haben wir da schon drüber geredet, aber das ist mir gestern erst aufgefallen, als ich da ausgeguckt habe, dass 1 zu 1 der Sprech von, von den Sandmenschen ist. Nein, sag es nicht, Bram, ey! Ich bin mal wieder mega schnell in Minecraft. Scheiße, Junge! Alter, Peter, ohne Scheiße, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Bram fängt an, ja, war mega krass, ist er rausgefunden. Ja, ohne Scheiße. So, oh mein Gott, was kommt denn jetzt? Okay. Ja, Peter, dann gib mal Gas jetzt. Moment, wo muss nee. Ich denn hin? Ja, da! Ja, da noch unten ist Wasser. Ja, da unten ist Wasser und dann fällst du da durch. Ich glaub dir kein Wort. Ja, was denn? Du fragst mich, ob ich dir helfen soll und jetzt sagst du, ich soll dich verarscht dich oder was? Das ist so ein Stück Scheiße. Das krasse ist, weil Hadi auch noch ein richtiger Assi ist. Weißt du, wir helfen dem wenigstens noch und er bedankt sich in keinem Stück. Bin ich jetzt hier alleine oder was? Geil. Nichts können die anderen. Technical Difficulties bei Nummer 1 und der andere Technical Wurst in der Hose. Sag mal, du machst das. Du bist unser Held. Weißt du, nächstes Mal so, dass ich das nicht schaffe, weil ich es nicht geschissen habe, einfach nicht, weil ich nicht weiß, wie es geht. Also, das regt mich einfach hammermäßig auf. Ja, ja, bei Sprüngen, wo ich einfach nicht weiß, wie das funktioniert, da, ja. Alter, Maul. Ich finde, Schulbildung wird vollkommen überbewertet. Ja, ich muss sagen... Ich habe eine gute Argumentation dafür, und zwar für alle, die keine gute Schulbildung haben und denen macht dann nachher arbeitslos sind, die können uns gucken. Ja, super. Scheiß auf Bildung, guck, Pietspiet. Das finde ich auch nicht sonderlich schwer, so Leitern, weißt du? Aber dieses Ecksprung-Ding da, ich meine, da muss ich einfach zugeben, nämlich einfach zu stecken. Scheiße, da bin ich an der Wand hängen geblieben. Boah, das ist doch scheiße, ey. Ohne Spaß, weil Hadi, der steht da die ganze Zeit nur rum und dann kommen wir nicht weiter und ich brauche eigentlich hier mal Hilfe, weil ich weiß nicht, wie ich hier weiterkomme. Ja, erstmal bis da kommen, hast du irgendeinen Special Trick benutzt für den einen Sprung? Luck. Ich hab halt kein Feuer gefangen. Dann ist der Sprung ja nicht schwer.
Alter Vater. Also es ist im Prinzip wieder nur Luck. Ja, klar. Wenn es genauso viel Luck, wenn du Sex mit deiner Mama überlebst. Also entweder kriegst du halt Alkoholvergiftung und fällst um, oder du bist so immun wie ich und sagst, alles klar, zweite Runde. Ja, logisch. Alter, ich krieg die Antwort, ist das hier für ein Scheiß? Ja, Peter, du bist einfach ein Versager. Du bist ganz schön gemein zu mir. Ja, okay, ich nehm's zurück. Du bist ein Ultra-Mongo-Versager. Ich hab immer noch nicht geschissen kriegt. Ah, jetzt hat er's, meine Fresse. Ja, komm, Peter, gib mal Gas. Ja, wissen die, ich meine, mittlerweile, wenn das hier rauskommt, ist die Bestrafung ja schon gelaufen für dein Kochvideo. Wissen die da angenommen haben? Ach so. Da muss ich mir noch überlegen. Ja, wobei, es ist eine Bestrafung, also eigentlich muss ich es ja tun. Ja, vor allem ist ja auch voll nicht schlimm. Ja, aber es ist aber voll die Verschwendung von Lebensmitteln eigentlich. Ja, wow, alles, was du kochst, ist Verschwendung von Lebensmitteln. Ja, das stimmt. Wenn du die Zuschauer damit zum Lachen bringst, ist das ja keine Verschwendung. Das ist wohl wahr. Stimmt, weil Lachen macht auch satt. Deine Mutter hat einen richtig dicken Lümmel. Das kann aber auch nicht wahr sein, mein Pimmel ist so mega dick. Ja, zeig ich, den himmlische Kampfkunst. Du sprichst einfach ganz schön weit. Und dabei kriegst du Gegner in Pässe. Ja, ohne Spaß, ich war schon im Knast, ich handel mit Meth, ich ficke Kinder, ich bin schwul.